Pokémon Nuzlocke, jetzt Episode Nummer 3. Der zweite Orden steht an und vielleicht sogar der vierte. Oh, what? Wir werden es sehen. Das Intro bleibt. Ab geht's. Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke, Nuzlocke. Nuzlocke, wir spielen Pokémon Nuzlocke. Hallo und herzlich willkommen hier zu Pokémon Nuzlocke. Eine neue Folge steht an mit Wirtz und Ilias. Hallo zusammen. Wir sind gerade in Faustauhafen. Spricht man es wirklich so aus? Keine Ahnung, Mann. Ich habe keinen Plan. Ist es nicht Faustauhafen? Faustauhafen? Vielleicht ist es ja. Nein, was. Guck, pass auf. Faust. Ins Gesicht, au! Und das ist halt der Hafen, wo halt du die Faust ins Gesicht kriegst. Oh, liebe Pokémon-Übersetzer. Ich glaub, das ist wirklich die Herleitung. Oh Mann, das war früher doch viel schöner. Hier, mit dem ersten Pokémon. Das ist Alabastia und da hast du viele verschiedene Farben. Wow. Das wusstest du nicht. Nee. Das wusstest du nicht. Okay. Holzarten in Johto. What? Okay, warte. Ich leg noch einen drauf. Ich wusste gar nicht, dass ich. Englische Version von der Kanto-Region. Keine Ahnung. Pallet Town ist die allererste Stadt. Danach sind es alles Farben. Ha. Huh. Farbpalette. Wusste ich nicht. Wusste ich wirklich nicht. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Naja, gut, vielen Dank dafür, wenn ihr weitere Trivia habt. Das habt ihr in der letzten Folge schon sehr interessant in die Kommentare geschrieben. Schreibt es gerne weiter in die Kommentare. Das macht mich immer sehr, sehr glücklich. Und ich bin der Meinung, wenn ich mir das hier alles so angeguckt habe, wir lesen uns natürlich immer jeden einzelnen Kommentar durch. Und ich glaube, wir haben uns gar nicht so schlecht angestellt letzte Folge. Ich glaube, wir waren auch ziemlich gut. So, und die erste Folge war auch gar nicht mal so doof. So, und jetzt schreiben natürlich, alle, ihr spielt heute, das kann ja nur schlimm werden. Ja, ich werde heute euch eines Besseren belehren. Hm. Und nein, ihr werdet das jetzt nicht gegenschneiden. Weißt du, was zukünftige Szenen. Weißt du, was für mich mindblowing war in den Kommentaren? Bei diesen ganzen Trivia-Facts? Fruchttiger. Hast du es gelesen? Nein. Es ist die Steigerung. Gab's den auf YouTube? Ja, also Fruchttiger hat jemand geschrieben. Kennst du das Getränk, ne? Ja. Ja. Steigerung von fruchtig. Wow! Und haben sie ein Wortspiel draus gemacht und ich hab's auch nicht verstanden. Ich dachte die ganze Zeit, der Fruchttiger. Und dann, Fruchttiger. Also, Kudos an die Person, die das geschrieben hat. Das wusste ich auch nicht. Keine Werbung übrigens. Nein, überhaupt nicht. Aber, ja. Na ja, gut, Wirt, lass mal, wir haben wieder Post bekommen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer echt sehr. Deswegen, wir wollen dem auch ein bisschen Ruhm gönnen und das hier kurz aufmachen. Genau, wir lassen uns auch ein bisschen Zeit, weil wir uns ein bisschen, wir haben uns gesagt, wir machen die Zeit, die wir gerade verloren haben, die legen wir nochmal rauf. Genau, wir werden versuchen, auf jeden Fall nochmal nachzulegen, also ein bisschen zu überziehen. Also hier ist nochmal ein Hopfspross drauf. Aber ich verdecke es hier gerade, weil da die Adresse ist. Alter, das hat gerade. Ich habe gerade gedacht, dass uns jemand Scheiße geschickt hat. Mann, sei nicht so gemein. Ich habe das nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Selbstgemachte Kekse. Das sind selbstgemachte Kekse. Oh, das ist für dich. Oh mein Gott, Elias. Oh mein Gott. Was denn? Das ist ein Pokémon-Garten. Wirklich? Und Yu-Gi-Oh!-Garten. Oh Gott, den Ordner hatte ich früher auch gehabt. Und den habe ich dann verschenkt. Aber nur den Ordner, nicht die Karten. Oh Gott, der Mann. Ist da was drin? Ein Bisaflor! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, darüber, oh mein Gott! Darüber müssen wir uns unterhalten. Holy shit! Ines, du bekommst die Karte, Yu-Gi-Oh! Karte, nicht nur die Pokémon-Karte. Wir darüber. Oh mein Gott! Darüber müssen wir uns nochmal unterhalten, mein Lieber. Holy shit! Turtok auch noch dabei! Oh mein Gott! Jetzt zeig's mir auch! Guck mal, Kadab. Okay, zeig's den Leuten.
Holy shit. Ja, da sind echt schöne Sachen mit bei. Krasse Karten dabei. So, Moment, wer ist denn das hier erst einmal? Das ist die liebe Elisa. Was? Die schreibt, lieber Wirt, lieber ihr, endlich habt euer neues Abenteuer begonnen. Ich habe euer erstes gemocht und spielt hier. Mhm. Meine Lieblingsedition. Aha. Aha. Elias, du musst das schon laut vorlesen. Ja. So, hier steht. Außerdem hat Wirt gemeint, er wolle wieder Pokémon-Karten sammeln. Ich hoffe, ich mache dir eine Freude mit meinen Karten. Ich bin ganz mit cool. Mit den alten Karten. Die stammen bei mir eh nur Staub an. Elias, falls Elias auch Interesse an den Karten hat, würde ich dich bitten, mit ihm zu teilen. Ich habe euch außerdem ein paar selbstgemachte Pokémon-Sticker in das Paket gelegt. Macht weiter so. Alles Liebe bei Rockabeans TV. Es gibt nichts Schöneres, als euch, als euch nach einem anstrengenden Arbeitstag mit euren Videos mich mit euren Videos zu entspannen. PS, ich hoffe, keiner von euch ist gegen Katzen allergisch. Ich. Mein Kater hat ab und zu in der Kiste gesessen. Also wenn du die Kiste... Ich bin tot. I don't feel so good, Mr. Alawi. Ich bin allergisch. Du lässt mich jetzt hier nicht alleine mit der Nummer. Ich bin allergisch gegen Katzen. Naja, jetzt wissen es alle. Jetzt wisst ihr meine Schwachstelle. Aber jemand, der an Stärke zeigt, der zeigt auch allen seine Schwäche. Ich gehe schon nicht drauf. So, nach dem Nuzlocke, bleibt einfach dran, wie ihr sehen wollt, wie Wirt und ich uns um diese Karten hier prügeln werden. Oh, ja, Yu-Gi-Oh! Mal gucken, was wir haben. Vielen Dank, liebe Elisa. Das ist super nett von dir. Ja, kennst du noch diese Karte hier? Die ja, klar, das ist die Mew-Promo-Karte, die du mit jedem Kinobesuch bekommen hast. Die Ancient Mew-Karte aus dem zweiten Kinofilm, die dann auch ein wichtiger Bestandteil des Films war. Geil. Das ist aber sehr schön. Hier, willst du mal hier reinschauen? Oh Gott, ich will zum Beispiel runter, wenn es hier so... Ja, ist doch cool. Oh, aber du hast ja schon Glurak, ne? Ja, aber... ja, aber, aber sie hat gesagt... Nur wenn ihr das braucht, da ist der schwarze Magier dabei, der dunkle Magier, das ist schon mal ziemlich sick. Der Herr der Drachen oder im Englischen Lord of D. Ach, die Yu-Gi-Oh!-Karten. Mhm. Sehr viele klassische dabei. Monster-Reanimation haben wir, ja. Okay. Ja, cool. Ey, da sind ein paar schöne Sachen mit dabei. Da sind sehr viele coole Sachen. Dann kommt dabei das große Pokémon-Kartenformat auf Rockbeans. Wenn Markus und ich und Jörg vielleicht mal wieder an Pokémon-Karten rankommen, im Moment sind ja alle überall ausverkauft. Ja, es gibt mittlerweile so einen Run gerade, ne? Ja, also es ist so eine kleine Renaissance, aber es liegt vielleicht auch daran, 25 Jahre Pokémon, dass dieses Jahr dann noch eine gewisse Edition kommen kann, die vielleicht sehr speziell sein wird. Also ich glaube, Pokémon-seitig können wir dieses Jahr viel erwarten. Mal gucken. Videospielmäßig, weiß ich nicht. Wir oh, sorry, Shigi. Ja, du da Diva. Da ist jemand beleidigt. Oh, boy, oh, boy. Locker machen, locker machen. Bist doch kein Mankey. So, ob das hier in unserem Nuzlocke so gut funktionieren wird, das werden wir schauen. Kurze Frage an die Kommandozentrale. Können wir denn ins Spiel schalten? Ja, gerade. Okay, fantastisch. Dann machen wir das sehr, sehr gerne. Wird, man kann dich nie mehr sehen. Ach so, doch. Doch, man kann nicht. So, den größten Kritikpunkt, den ihr geäußert habt, war der Filter und den haben wir jetzt rausgenommen. Also ihr seht jetzt die ganze Pixelpracht des Spiels. Und wie gesagt, wir sind hier in Faustau Hafen. Nur mal ganz kurz checken, was geht mit unseren Pokémon. Hast du den Namen jetzt schon? Faust, es ist Au, es ist Hafen. Ey, Faustau Hafen, das ist doch super einfach. Okay. Wir sehen hier Trantax mit Level 14, Shiasam Level 18, Tentoxa, unser MVP im letzten Arena-Kampf. Mhm. Wir haben Lauchboy, den wir kurz vorher gefangen haben, und kurz vor Ende den Zwiebelsohn. Den Namen schon wieder vergessen. So ein Zwiebelsohn. Level 5! Wir wollten den eigentlich. Erinnerst du dich, dass wir hier Lauchboy. Dass wir bei Lauchboy, als du meintest, ey, Porenta, ich wollte eigentlich Porenta Lauchboy nennen. Ja. Yeah. Und niemand hat gedacht, dass Porenta kommt und dann kommt Porenta. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit gewesen? Ja, super niedrig. Ich glaube, im Casino fett 777 abzuräumen ist größer. Definitiv. Naja, gut. Wir könnten direkt hier schon, also hier diese Route 107 ist das, glaube ich. Ja, die haben wir schon abgearbeitet. Ja. Wir sind mit der Fähre hier vorbeigekommen. Faustau Hafen, eine kleine Insel im Blauen Meer. Check mal, was hier abgeht. Wirf deine Angel aus. Seidenschall. Kriegen wir vielleicht als Item. Oh. Ja, ist okay.
Hast du damals Rubin oder Saphir gespielt? Ja, habe ich. Ich habe Rubin gespielt, aber auch nur einmal durchgespielt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, weil ich es wirklich nur einmal kurz gespielt habe. Also hast du damals diese ganzen Wettbewerbe gemacht? Nee. Das habe ich. Ich war da richtig fett mit dabei. Ich habe nur, fand das mit dem Versteck immer ganz cool. Mit der Geheimbasis? Ja. Unmöglich Sport? Laberst du? Ja, wahrscheinlich hätte man das jetzt ändern können, aber scheiß drauf. Fausthafen Halle, die Informationsbörse für jedermann. Mhm. Information. Sehr, sehr wichtiges Gut. Mark Zuckerberg. Ah, das fand ich auch so geil, dass du hier immer so Interviews geben konntest und dann hast du mal den Fernseher eingeschaltet und dann lief dein Interview. Hast du das mal mitbekommen? Ich glaube, das hatten die in der DS-Version, glaube ich, auch nochmal gemacht. Ach, du hast die DS-Version damals gespielt? Nee, auch noch. Also ich habe die Game Boy Advance-Version damals auch gespielt, aber daran kann ich an gar nichts mehr erinnern. Aber die DS-Version habe ich dann ja vor ein paar Jahren dann gespielt. Okay. Ein paar Jahren, ist auch gut. Schon 6 Jahre her. Ja. So, waren wir hier? Nee, waren wir noch nicht. Hier sind wir nicht hingegangen. Sie? Oh. Was bevorzugst du, Fischen im Meer oder im Fluss? Okay. Alois. Garados! Ja, wenn es Drachenwut hat, dann RIP. Der lernt doch noch keinen Drachenwut mit Level 10. Obwohl Kokowai konnte Konfusion. Was machen wir gegen Garados? Haben wir was gegen Garados? Gegen Wasser-Pokémon haben wir noch nichts. Nee. Oh shit. Superschall? Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist, das trifft im Prinzip mal sehr gering, aber hat uns bisher sehr gut geholfen. Das macht mich ein bisschen nervös gerade. Ilias, nicht nervös sein. Richtig gut. Oh Gott. Okay, ich wechsle mal aus. Wobei. Dummes Garados. Mach weiter, mach weiter. So, so. Und Drachenwut. Huch, da. Jesus, 13! Oh. Was? Ich leg's nochmal. Oh. Ich wollte gerade sagen, es ist doch schon verwirrt. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht. Und es ist schneller, Ilias. Nicht mehr! Einmal kannst du es noch machen. Wird Wucht da nicht immer stärker? Warte, warte, 13. Es wird immer stärker. Unser Trantax ist tot. Also, entweder du wechselst aus oder Superschall sitzt. Oder du heilst. Du heilst unser Pokémon jetzt. 20 KP ist dann bei 36. Aber das ist dann halt nur noch hinauszögern, weil es bringt uns ja nichts. Uns fehlt dann wieder die Runde. Er macht dann wieder Fuchtler und dann zieht er das Ding dann. Aber ist man am Ende eines Fuchtlers nicht verwirrt? Wird nicht stärker. Wird nicht stärker, wird geschrieben. Wird nicht stärker? Oder tauscht gegen Tentoxa. Tentoxa könnte es vielleicht tanken. Tentoxa ist tanky. Ja, aber Tentoxa ist doch tanky gegen Spezial. Ja, wobei. War doch so einen guten Verteidigung. Ja, 26 Verteidigung. Ist halt gegen Spezial super gut. Mhm. Es wird nach Fuchtler verwirrt. Ja, yeah. Okay. Aber Tentoxa ist strong trotzdem. Hat mehr KP. Dann tausche ich. Sehr gut. Also entweder den Lockenwickler oder Giftstachel oder Zerschneider? Ich würde mal Zerschneider. Okay. Easy, easy, easy. Boah, Alter. Das war jetzt unnötig, also gerade am Anfang unnötig anstrengend. Ilias, spürst du, dass du fliegst? Alter, Blubstrahl. Blubstrahl. Das gab's auch früher nur von Misty. Der gute alte Blubstrahl. Nebulak. Zerschneider ist normal, ne? Ja. Nicht funktionieren. Ist so ein Gift. Ist Nebulak Gift? Ja, ne? Giftgeist? Ich glaub, oder war es nur Gengar? Finden wir es heraus.
Ja, nicht effektiv. Wer hat Blutstrahl erlebt? Brandtags? Ja. War super schön. Fuck! Entschuldigung. Boah, das könnte richtig übel sein. Nein, das kann man nicht übel. Sagst du zu Glutexo? Ja. Shisasam. Schön, Shisasam. Shisasam. Alles verbrennt. Schlecker. Richtig gut, richtig gut. Das ist Level 7. Das ist Level 18. Guck dir das mal an. Ja. Kein Problem, kein Problem. Tentacha. Wir ziehen kann noch kein. Kann der schon? Nein, ne? Ich weiß es nicht, aber ich will es eigentlich nicht herausfinden. Das Problem ist, Tentoxa ist am Pennen. Pack Tentoxa rein, weck den auf. Hm. Alles gut. Süß. Komm, ich tank das jetzt alles weg. Mhm, das ist gut. Kann er jetzt noch aufstehen oder schlägt er sich selbst im Schlaf? Hä? Ich wüsste nicht mal, dass das geht. Oh, jetzt komm. Ich erlaube es dir vorzuspulen. Stimmt, ich vergesse das immer. Das ist ja eine gemeine Taktik. So. Schnipp, schnapp. Und raus. Tentacha ab. Aloy. Heilen gehen! Angeln ist klasse, aber das sind Kämpfe auch. Hast du nicht Lust, dich bald mit mir zu messen? Wow, wir werden nicht mal mehr gefragt. Mhm. Okay, bevor ich mich heilen gehe, noch mal kurz hier gucken, was geht. Oh, Ilias! Du hast eine Nase dafür. Richtig gut! Man merkt, du kennst die Edition. Richtig gut. Naja, es ist halt so offensichtlich, wo sie das stellenweise verstecken. Ja. Hallo, es wird die neue Annette. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Brauchen wir noch eine neue Annette? Ich bin mir nicht sicher. Ups. Sorry. Wie die Eule bei Zelda. Möchtest du es nochmal hören? Nein. Ja, okay, ich erkläre es dir nochmal. Okay, Route 106 haben wir hier schon. Hier haben wir nicht geangelt. Ist es eine neue Route? Ja, wenn es. Ich weiß es nicht. Du musst mal gleich diese Liste aufmachen. Wir haben ja keine Liste. Doch, im Forum. Rechnermäßig so, komme ich nicht ran. Ja, das stimmt. Okay, ich gehe jetzt hier erstmal rein. Hey du, hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorher schon mal hier war, Troy ist er. Wir haben uns gegen Randomized Items entschieden. Es waren nicht genug Leute, die gesagt haben, das wäre cool, deswegen. Wie man Blitz einsetzt, daher wird es irgendwo gut gehen. Das Motto unter uns Wanderern ist, ehe du aus dem Klemmen willst, bekommst du dies von mir. 505? Ach, okay. Wir können das gar nicht benutzen. Wird? Oh. Hallo. Der Willy. Willy? Ich bin ganz Ohr, Willy. Wie war es nochmal? Stein-Pflanzen-Pokémon? Oder ist es Boden? Das ist auf jeden Fall so ein Fossil. So eine, die letzte Entwicklungsstufe des Fossils. Dann ist es... Ich habe dieses Pokémon auch schon mal gefangen. In Infinite Fusion hab's Schlong genannt. Pflanze, Gestein. Pflanze fehlt uns noch. Nein. Guck dir doch mal an, was da rausguckt. Skrrt. Okay. Wollen wir den Lauchbäumer mal reinnehmen? Was für ein Level ist das nochmal? Ich hab's eben nicht. Level 8. Ja, Kampf sollte gut gehen. Was kann. Das kann nur Tackle. Kann nur tackeln. Verteidigung 10, Angriff 10, Initiative 10.
Wollen wir es wagen? Oder einfach mal einen Ball werfen? Und auf das Beste. Es ist eine Weiterentwicklung. Glaubst du, die Chance ist so hoch? Eigentlich nicht. Wie viele Bälle haben wir? That's a good question. Ja, ein paar. Ein Superball. Wir können ja mal einen Superball werfen. Aber nicht sofort. Nee. Das Ding muss dann würde ich jetzt hier. Das Ding muss schon ein bisschen angehen. Den Lauchboy. Du kannst ja auch eine Klammerung machen, das macht ja nicht so viel Damage. Das war nur nach und das nach. Stimmt. Ja. Aber nicht bevor er das macht. Oh. Initiative sinkt. Jetzt greift er schön nochmal an. Cool. Lauchboy. Cool. Name ist Programm. Cool. Ja, raus mit dem. Cool. Ach ja, darauf hätten wir kommen können. Haben wir irgendwas zum Einschlägen? Aber glaubst du, also Umklammerung mit Level 16? Ich bin mir nicht sicher. Der macht doch super Schall. Oder macht einen Giftstachel. Giftstachel. Warte, warte! Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Alles gut, alles gut. Ich wollte dich doch nur verarschen. Weird, ey. Und noch eine Giftstachel. Okay, jetzt muss er rein. Jetzt werden nur noch Bälle geworfen. Wirf einen Superball. Der ist perfekt für unser Kader. Okay. Und ein B, Leute, und ein B. Ich mache einen Superball. Ja. Und ein B. Let's do this. Let's do this. Yes. Puh, nicht vergessen umzubenennen, ne? Mhm. Und vor allem ins Pokémon Center zu gehen. Ja. Ah, erst heilen. Erst heilen. Er schleppt seinen schweren Körper über den Meeresboden. Willi baut sein Nest in Untiefen der warmen See. Bei Ebbe kann man es am Strand sehen. Mhm. Wie nennen wir den? Schlong? Willst du den wirklich Schlong nennen? Das ist lustig. Wie Willy Schlauchboy. Schlauchboy ist auch gut. Schlauchboy ist lustig. Willy. Lil Schlong. Lil Schlong. Lil Schlong wäre gut. Nee, Lil Schlong ist zu doll. Long Dong. Long Dong. Long Dong, komm. Florentin Willy fand ich besser. Aber das passt nicht, glaube ich, oder? Ja, aber Long Schlong ist besser. Hast du? Schlongi. Oder Flo Willy. Teeny Willy. Teeny Willy. Dann ist er nicht so geil. Float nicht. Willy erst. Tiny Willy. Tiny Willy. Joey Wheeler. Alter. Lasi. Kann man kurz was sagen? Also Jörg kommt hier, schreibt mir mich sofort an. Also das Glurak würde ich gern tauschen. Das Glurak bekommt er nicht. Das Glurak bekommst du nicht. So. Lasi 3. Nein. Lasi 3 ist nur Lasi 3. Ja, was denn jetzt? Lassi Long. Dr. Wheelie. Schlochness. Schlongness. Schlochness. Schlochness. Schlongness. 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 Shinji Ikari. Ja, komm, wir müssen weiterspielen jetzt. Also. Grüno Plus. Es sind so viele gute Namen, muss ich sagen. Ich muss sagen, ihr haut echt gute Namen raus. Long Lasi. Long. Probieren wir Long Schlong. Long Schlong? Ja, Long Schlong. Ups. Boah, boah. So. Long. Nee, passt nicht. Nee? Nee. S-C-H-L-O-N. Da fehlt ein G. Longschlon. Longschlon. Wollen wir Longschlon nennen? Das G ist stumm. Das G ist stumm. Longschlon. Heilen! Heilen! Moment, ich werde mal gucken, wie es aussieht. Okay. Ich will gucken, wie es aussieht. Tot. So, wo ist das denn? Oder nimm.
Wie viel Gegengift haben wir? 3. Dann gleich im Laden bitte 9. Okay. So. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal kurz ins Center und dann können wir uns entscheiden, welches Pokémon Blitz erlernen soll. Wir werden jetzt sowieso Kritik finden. Also, oh, da war so ein offensichtlicher Name, den habt ihr jetzt nicht genommen. Ist ja egal. Leute, der offensichtliche Name hat uns vielleicht nicht gefallen. So, und raus, okay? Nochmal einen Giftheiler holen. Ja. Cool. Cool. Ja, cool. Dann müssen wir ohne. Müssen wir ohne Blitz da rein. Ja, wir können auch Route 106 in Pokémon fangen. Bist du sicher? Ja. Geht das? Ja. Chat, geht das? Oder ist 106? Ja, okay, Route 106 ist steht mir jetzt gerade überall. Na gut, wo ist denn der Dealer? Gibt's hier keinen Laden? Kein Markt? Nee, ich glaube, der ist unten. Oh. Oder auch nicht. Oh Gott, was ist das für eine Insel? Es gibt keinen Laden. Nee, es gibt keinen Laden. Ja, dann scheiß drauf. Ah, Moment, wir müssen eh die Arena bekämpfen. Aber wir müssen angeln. Ja, die Arena müssen wir auch bekämpfen, bevor wir da reingehen. Ah, weil wir Blitz brauchen. Okay. Komm, was richtig geil ist jetzt. It's not bad. Ja. It's something. Ja. Ist zwar kein Surprise, aber ist okay. Okay. So, das ist jetzt nur Käfer, ne? Mhm. Ist nicht Guillotine. Hatte nur 5-mal, ist okay. Wenn unser ganzes Team wäre nicht wipe. Soll ich ihm so einen Tackle geben? Ja, gib ihm einen Tackle. Gib ihm. Energiefokus. Volltrefferquote steigt. Mhm. Voll daneben! Tackle hat keinen Volltreffer, oder? Ja, natürlich hat Tackle eine Möglichkeit, Volltreffer zu haben. Das ist eine ganz normale Attacke. Dann gehe ich jetzt schon auf den Pokéball. Weiß nicht, so Pinsy und Sichler, die ewigen Rivalen, oder nee? Oh, scheiße, die haben ja auch so eine ekelhafte... Warst du? Sichler und Pinsy? Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Die waren auch die Pokémon, die es jeweils exklusiv in einer Edition gab. Sichler in Rot und Pinsir in Blau. Ja, stimmt. Ich probier's mal nochmal. Du kannst doch noch einmal tackeln, komm. Ja, ich habe ein bisschen Sorge. Ich bin so geschunden jetzt von dieser Volltreffer-Geschichte. Easy. Okay. Easy. Easy. Wie nennen wir ihn? Level 8 ist schon mal gut. Okay. So lazy. So. Ja, Porenta raus, würde ich auch sagen. Oh, ja. Zwiebelsohn. Linkschier. Horny. Nicht so. Kneifzang. Kneifz. Ja, Scherox. Nicht Scherox. Scherox ist gut. Scherox 2. That is not bad. Flaschenöffner. Knipse. Ozymandias. Finde ich auch ja, gut. Beansie. Bob Ross. Die Shirox der Samalma. Warum Fabian, Sir? Das ist, Fabian macht überhaupt gar keinen Sinn in dem Kontext. Knipser. Pinpin. Pinpin. Hm. Gerade kickt mich nix. Nee, mich kickt da im Moment auch nichts. Jamirplex. Wäre lustig, wenn wir es Raupi nennen würden. So, als würdest du einen Hund Katze nennen. Warum Gäbel die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht. Wegen der Gabel? Ich fände es lustig, wenn wir es Scherox nennen. Da haben wir unser Scherox. Nenn es Scherox. Mit den Scheren. Guck mal hier, mit den Scheren kann das Baumstämme zerteilen. Ja, warum heißt dieses Pokémon nicht Scherox? It's Scherox. Aber das X wird groß geschrieben. Oder Scherox X, klein, großes X, kleines X. So war Scherox mit SCH, ja. Ne? Ja.
Ich glaube, das war ein Fehler meinerseits, wo ich dachte, Shigi nur mit S. Wo ist das X? So, fuck. Xerox. Okay. Ja, Mann. Sweet. Ja, die nehme ich gleich rein. Richtig gut, richtig gut. Jetzt schon die Arena. Ja, wir können nichts anderes machen. Das ist eine ganz schön langweilige Insel. Null Quest und so. Aber glaubst du, wir sind strong genug? Ey, keine Ahnung. Ey, ich mach Weino, wir sind beim letzten Mal bei... Ich glaube, wir werden nicht so große Probleme haben. Den haben wir auch noch. Ja, aber das hier... Der ist tot. Das hier ist unsere Todes... Können wir das hier ändern? Steppe. Vulkan. Ist die Hölle. Ja, ist die Hölle. Kannst auch schreiben. Box dein Name. Hölle. Geht das wirklich? Ja. So viel Zeit muss sein. So. Denn hier werden die Diamond Mon gepresst. Ja. Bewegen. Team. Okay. Nice. Ey, wir haben ja eigentlich ein ziemlich solides Team. Eigentlich nicht. Naja, ich meine von den Typenaufteilung her? Von den Typen, ja. Hier ist ein Toxer, Tantrax ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Also mir hier Laufboy bin ich auch noch nicht 100%ig zufrieden mit. Ich guck mal die Stats, weil da können wir dann herausfinden, da kann uns der Chat vielleicht gleich sagen, was für ein Pokémon daraus sich entwickeln könnte. Ja, gerade ist Angriff 10, 10, 10. Spezialverteidigung ist halt doch das könnte zum Capoeira werden, oder? Wenn die Stats überwiegend gleich sind. Ja, aber es entwickelt sich ja erst mit Level wie viel? 20. Und da ändert sich das ja immer noch. Ja, das stimmt. Moment, ich will kurz gucken, wie die Stats bei den anderen sind. Alter, das ist Level 8. Ja. Und Angriff 27? Verteidigung 22? Guck mal bei den anderen. Okay, das Pinsir ist ja mal der Hammer. Das Pinsir ist mal mega strong. Angriff und hier Spezialverteidigung. Okay, ja, Tank. Für Level 8 ist das eigentlich ziemlich gut. Mhm. Also Longschlong und Xerox enttäuschen nicht. Na gut, okay, dann hat halt keine Entwicklung. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Es bleibt dann leider die ganze Zeit nur stark. Okay. Let's do this. Ansonsten, ja. Ach, das war die Arena. Haben wir denn genügend Tränke und so? Also hier können wir eh nichts kaufen. Ach, scheiße. Vielleicht fahren wir nochmal zurück. Wir können mal kurz gucken. Wir gucken, wir kämpfen gegen den ersten Trainer. Und wissen ja, was für ein Level er hat. Wir gehen ja davon aus, dass Camilo drei Levels über uns hat. Ja, wir haben. Nee. Wir haben 9 Tränke. Ja. Wir haben einen Supertrank. Yeah. 2 Aufwecker, Paraheiler, 2 Gegengift. Ach komm, das kriegen wir hin. Kann man machen. Verstärkt Normalattacken. Haben wir irgendein Normal-Pokémon? Nee, haben wir nicht. Die haben auf jeden Fall Tackle. Du kannst ja die Pokémon noch mit verschiedenen Beeren ausrüsten. Oh, das ist ein guter Hinweis. Pinsir nach vorne wird gefordert. Ja, Pinsir ist gerade mal Level 8. Ja, ist das so smart? Ja, wie wollen wir sonst leveln? Naja, nicht in der Arena. Oder? Ich weiß nicht. Haben wir überhaupt schon geguckt, was für Attacken der drauf hat? Und Longschlong? Was kann Longschlong? Das macht der Toxer hier in so eine Sinelbeere gehen. Ja, tatsächlich, wir haben nicht mal die Attacken uns angeschaut, wir Loser. Klammer, Klammer. Klammer, Energiefokus, Klammergriff, also richtig beschissener. Ich würde den, glaube ich, Zerschneider geben fürs Erste. Ja. Verwurzler? Füllt KP auf. Austausch unmöglich, aber. Da sollten wir echt aufpassen. Angriff der Gegner eventuell zurückschrecken lässt. Umklammerung. Ja, es ist auch nicht perfekt. Ja, irgendwie fehlt der Damage, also das sind keine richtigen Attacken.
Okay. Was haben wir denn hier? Kugelsaat haben wir. Säure ist nice, wird geschrieben. Erstaunlich klar. Strong. Felsgrab. Begräbt Gegner mit Steinen. Alter, ist gut. Das ist gut. Das ist doch gut. Das hier, für Longschlong. Ja. Xerox kann das auch. Oh, echt? Ja. Ja, wem wollen wir es geben? Xerox oder Longschlong? Longschlong. Step, Mann. Step. Stimmt. Ja, Umklammerung raus, oder? Erstauner finde ich als Geisttyp nicht schlecht. Ja. Ein Verwurzler könnte man immer noch jederzeit gebrauchen. Ja, wobei Verwurzler ich ein bisschen tricky finde. Ja, dann nimm Verwurzler weg, wenn du es zu tricky findest, um es einzusetzen. Naja, wir müssen halt nur drauf achten. Und das Problem ist... Dann können wir nicht mehr auswechseln. Ja, das stimmt. Was sagt denn der Chat? Verwurzler. Verwurzler. Umklammerung weg. Longschlong nennt Antikkraft. Antikraft, oh Gott. Umklammerung, ja, komm, ich mache mal Umklammerung raus. Okay. Steppity Step, deswegen bekommt es unser Longschlong. Willst du jetzt schon zerschneiden? Achso, ich dachte, das gedrückt. Das zerschneiden. Nee, alles gut, alles gut. Alles cool, alles gut, cool, cool. So, wen soll ich vorne hinpacken? Ich weiß nicht, was für ein Level die haben. Ja, komm, dann lasse ich erstmal Trantax drin. Felsgrab hat nur eine Genauigkeit von 80. Ja. Aber dann ist es halt so. Ist so. Und du weinst wie ein Baby? Na gut. Quapuzzi! Wie sieht das jetzt aus? Mit... Ah, kein Blubsch. Ah, nee. Warte, wie sieht's eigentlich mit Schlong aus? Longschlong. Naja, er ist... Pflanze. Aber auch Gestein. Ist er jetzt allergisch oder nicht allergisch gegen Quapuzzi? Das wird sich neutralisieren. Also normal. Ja. Ey, was ist los, Mann? Guck mal, die sind Level 13. Boi. Ja. Wir müssen... Ich weiß, ihr findet es nie geil, aber es gehört dazu. Wir können ja schauen, kann mal jemand im Chat schreiben, was der höchste Level ist des Arena-Leiters. Weil dann können wir uns daran anpassen. Damit wir nicht zumindest unterlevelt sind. Und nicht überlevelt. Oh, jetzt schläft der oder was, Mann? Schickimühe. Neunzehn? Oh fuck, das ist viel. Oh, vielleicht sollten wir doch nicht direkt zu ihm. Ja, was nehme ich denn jetzt hier? Ich mach erstmal weiter. Wir brauchen was gegen Wasser-Pokémon, ist mega nervig. Wir haben ja noch ein Pflanzen-Pokémon. Ja, aber es hat keine Pflanzenattacken, außer für Wurzler, das uns nichts bringt. Aber komm, in der Ruhe kommt die Kraft. Alles langsam. Wie viel zieht Blubstrahl ab? Blubstrahl wird doch nichts machen. Alter, Damioplex 2.0 oder was? Okay, das ist halt ein mega nerviger Kampf gerade. Nimm Tentoxa, vergiftet es die ganze Zeit. Also, unser Shisasam hätte eine Chance. Vergiss es. Aber ist der einzige. Das bringt nichts, wenn wir nur einen Pokémon haben, das Strong ist. Wir müssen unbedingt Longschlong treffen. Trainieren. Ja. Yeah. Sind die Trainer bei uns auch randomized? Ja, die sind auch gerandomized. Trainer, Arena-Orden und die wilden Pokémon sind randomized. Ja, ihr habt doch schon geguckt. Ich muss doch nicht mehr auf Bisa-Fans gehen. Jeez. Tja. Ich hab verloren. Jetzt heult die rum, oder was? Oh, oh. Okay, zurück, raus. Ja. Kein Trank benutzen, das wäre Verschwendung. Einfach in Center gehen. Ey, komm, wir machen einfach weiter.
Okay, du willst spüren, dass du lebst. Du willst spüren, dass du lebst, Junge. Hast du gesehen, die war Level 13, jetzt packst du ein Level 8 Pokémon dahin. Ja, mal gucken einfach. Okay. Oh, shit. Oh. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ilonka? Das ist Ilonka. Naquana. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Oh, fuck. Oh, das ist gerade überhaupt nicht gut. Diese Kombination ist in die Hölle gerade für uns. Das ist gerade die schlimmste Kombination, die wir gerade antreffen konnten. Okay. Wir sind 5 Levels über und 5 Levels drunter. Okay, was wir machen müssen, dass Aquana so schnell es geht irgendwie ausschalten. Tentoxa. Hol Tentoxa rein. Ja, und Mantrax hätte ja Superschall machen. Oh, Moment, er schläft. Naja, aber Tentoxa hat auch Superschall. Ah, ja. Aber er ist tanky, komm. Okay, dann mach ich mal hier. Ey, das kriegen wir hin. Wir müssen nur ein bisschen Ruhe bewahren. Ich glaub dir. Shigi und ich sind ganz auf deiner Seite. So, und den hier. Vielleicht Rauchwolke einsetzen. Dann sie. Ey, ganz im Ernst. Aquana macht Aquaknarre und das kleine Feuer von unserem Schießersamen ist dann weg. Vielleicht kann es noch gar keine Aquaknarre. Glutexo, do you even try? So, was machen wir? Superschall auf Aquana? Ja. Oder Zerschneider. Oder vergiften. Ja, vergiften. Die Wahrscheinlichkeit, dass vergiftet wird, ist ein bisschen gering. Dann komm, Superschall. Weiter Kratzer auf Aquana. Okay, es scheint ein bisschen dumm zu sein. Er will helfen, aber es bringt die rechte Hand. Ich habe keine Ahnung. Muss ich gestehen. Willi ist nicht schwach gegen Feuer oder Wasser. Neutralisiert er aufgrund seines komischen Typs alles? Ja. Oder nee. Zum Glück ist Aquana doof. Ja, zum Glück. So, Zerschneider. Ja. Nein! Nein, nein, nein! Oh, Elias! Das wollte ich ganz nicht, ruhig, ganz sorry. Ruhig, ganz ruhig. Alles gut, alles gut. Cool. So verwirrt. Ja, genau. So nämlich. Und. Glutexo scheint auch nichts anderes zu haben. Dose. Ja, Spezialangriff auf unserer Tentoxa. Okay. Wir brauchen einen Namen für die Tentoxa. Wir können die nicht die ganze Tentoxa nennen. Ja. Das gefällt mir nicht. Naja, sobald wir den Namensbewerter irgendwie treffen. Können wir doch jetzt schon machen. Ich bin mich nicht gebondet mit Tentoxa, weil er keinen Namen hat. Jetzt Blubstrahl oder Blubber oder. Kann Tentoxa was? Nee, kann er gar nichts. Tentoxa! Ja, komm, jetzt. Ach, stimmt, jetzt so Taddle durch. Wollten wir den dann, ne? Ja, stimmt. Taddle. Nennen wir den Taddle. Sweet, Mann. Sweet, richtig gut. Richtig gut, Elias. Richtig coolen Kopf bewahrt. Klar. Gefällt mir richtig gut. Natürlich. Okay, Tentox verbrennt, das ist natürlich nicht mehr so gut. Das ist gar nicht gut. What the fuck? Richtig gut. Okay. Puh, das war knapp. Oh, sorry. 728 Poké-Dollar. Also ich würde sagen, wir trainieren die anderen Pokémon, weil im Moment haben wir das Problem, wir haben 2, 3 viel zu starke Pokémon. Also beziehungsweise fast starke Pokémon, die ebenbürtig sind. Ja. Mit dem Trainer, aber die anderen sind halt so. Wegwerf. Kann Tentoxa eigentlich jetzt Schaden nehmen? Weil's ja, kann er. Ist nur bei Gift. Nee? Ist nur bei Gift, das okay. Problem gemacht. Dann gehe ich kurz ins Center. So, du sagst, wir grinden jetzt ein bisschen. Ein bisschen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Habt ihr den Brief geholt für EP-Teile? Welchen Brief? Ja, den holen wir erst. Der ist halt im Tunnel und den können wir erst freischalten, wenn wir die Arena besiegt haben.
Sehen wir da jetzt noch nichts, wenn wir da hingehen? Oder wie ist das? Ja, eigentlich müssen wir jetzt eine VM, müssen wir VM Blitz einsetzen. Mhm. Das Problem ist, durch den Randomizer haben wir keine Pokémon, die Blitz können. Also normalerweise findest du jetzt hier Makuhita oder so, das Blitz kann. Das ist natürlich ein Problem, da müssen wir uns irgendwie so durchschlagen. Ja. Hier haben wir auch keine... Wir können auch durch ohne Blitz, wird da geschrieben. Ja, das ist halt nur nervig. Kannst du mal ausprobieren, ich will mal sehen. Na gut. Soll ich... Na, dann behalte ich Longschlong mal drin. Ja. Das ging ja fix. Ist gut, dass wir Longschlong bekommen haben. Ey, Velsa scheint nicht verkehrt zu sein. Ey, Velsa ist cool, aber wir haben schon Wir haben schon so viel Wasser-Pokémon. Ja. So, was nehmen wir denn da? Das Pokémon kann Blitz. Okay. Säure? Oder ist das auch ein Gift-Typ? Okay. Ah, wahrscheinlich ist das auch Boden. Dann mal Erstauner. Stark. Oh. Direkt hinterher. Die Lehmschelle. Die Lehmschelle. Okay, das ist nicht so gut. So, Felsgrab macht hier nicht so viel Sinn. Verwurzler mache ich mal nicht. Bleibt uns erst einmal nur Erstauner. Mhm. Ja. Das ist nicht so gut. Herr Longschlong sieht nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Hat der Welser das W von Dr. Wily auf der Stirn? So das Margin. Zeichen nur umgekehrt. Reverse Margin. So, jetzt komm. Schreck zurück. Direkt hinterher. Ich sehe gerade, Longschlong ist weiblich. Na gut. Oh Mann, ey. Komm. Komm. Oh Gott, Ilias, Ilias! Ilias! Du hast die Kontrolle verloren. Ich hab's eindeutig gesehen. Ich hab die Geduld verloren, ey. Ja. Das Pokémon hätte draufgehen können. So oft ist daneben gehauen. Oh, ja, lass wir jetzt raus. Wirklich wieder zum Pokémon. Ja, lauf. Du mindest den Turbo. Oh, gut. Ja, kann ich die steuern. Leben wie Ilias. Okay. Darfst nicht rennen, Ilias. Longschlong. Okay. Ja, lass doch einfach abhauen. Wir haben es schon gefangen, wir haben diese Höhle schon mit unserem Pokémon gefangen. Wir wollen noch mal kurz gucken, wie weit wir hier kommen. Ich glaube, wir wollen hier grinden. Fluchtseil. Okay, zur Not können wir immer noch fliehen. Ja, aber dann grinden wir doch gegen Pokémon. Ah, ich sehe schon. Ja, ist auch machbar eigentlich, oder? Ja, mal schauen. Also ist nicht so schlimm wie damals im Felstunnel von Pokémon Rot-Blau, wo ich dann wirklich Leserbriefe gelesen habe, wo es hieß, ich bin in den Felstunnel reingegangen, komm nicht mehr raus. Oh no, voll traurig. Das ist wirklich schlimm. So, wir haben ja nichts, ne? Ja. Die Donauwelle. Oh, ich wollte gerade sagen, ist doch Elektro, wir sind noch... Ne, Boden ist immun dagegen. Ne, wir sind eigentlich ziemlich gut. Wirt, Kugelsaat. Haben wir Kugelsaat schon? Ja, wir haben Kugelsaat, aber es bringt halt nichts, weil es Pflanzenattacken stärkt und wir haben noch keine Pflanzenattacke. Nee. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dieser Tipp, der war mal komplett nutzlos. So, ich nehme mal den Doxer. Nee. Kugelsaat ist eine TM. Ich nehme den Doxer. Wir haben Kugelsaat. Ja, haben wir. Stärkt.
Hä? Versteckt das jetzt Pflanzenattacken oder was? Kugelsaat ist ein... Ach, Kugelsaat ist eine Pflanzenattacke. Das ist eine TM. Ja, das war, da habe ich mich ja jetzt richtig in die Nesseln gesetzt, du. Ja, du hast es mit Wundersaat verwechselt. Ja, das stimmt. Passiert. Wo hast du den Taxa paralysiert? Wegen der Donauwelle. Oh, die verdammte Donauwelle. Okay. Komm. Alter, er stirbt nicht. Jetzt bring mal den Kugelstart bei. Ja. Sorry, lieber Chat. Ja, Stärke 10. Ja. Ist halt auch nicht so mega geil. Aber besser als nichts. Ja. Besser als nichts. Jetzt machen wir raus. Verwurzler? Ja, Verwurzler macht das raus. Okay. Ja, zwei paralysierte Pokémon, ne? Soll ich den Paraheiler einsetzen? Ja, mach. Zumindest für Schlong. Und wenn wir gleich nochmal hier ein Landhörn sehen, laufen wir einfach weg. Aber wir haben jetzt Kugelsaat. Ja, aber es macht wenig Sinn, wenn wir danach wieder paralysiert sind. Ob wir das schaffen hier wird. Yes, you gotta believe. Na, wie gut. Heißt der Tunnel? Der Fels. Nee. Ist das der Felstunnel? Nee, das ist der in Kanto. Mhm. Ich probier's einfach mal. Einmal kurz gucken, wie Kugelsaat funktioniert. Die Granithöhle ist das, schreibt Rise Down. Ein Volltreffer. Okay. Oh! Ey, der Chat. Kann man einfach nicht sagen. Tief. Hat uns einfach eines Besseren belehrt. Muss man einfach mal zugeben. Manchmal muss man schon auf den Chat hören. Viele Sachen, die wir hier fangen können, finden können. Ewigstein, Pokéball, TM 47. Stark. TM 47? Stahlflug, Geschenk von Troy. Vom Blitz. Ja, wir haben unser Wasser. Unsere Wasserwaffe haben wir jetzt. Was man hier normalerweise fangen kann: Zubats, Abras, Kleinsteins. Und Makuhita. Alter. Ah, das wäre cool. In Schwalboss? Sag ich nicht nein. Schwalboss hätte ich auch cool gefunden. Aber es bekommt jetzt ein Felsgrab. Oh, du weißt, es ist ein Pflanzen-Pokémon, ne? Du weißt, Longschlong ist ein Pflanzen-Pokémon. Aber auch ein Gesteins-Pokémon. Ja, auch ein Gesteins-Pokémon, klar, aber ich will nur sagen, das Ding ist stark und schwach zeitgleich. Ja, aber es neutralisiert ja. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist, dass es zwei Level über uns ist. Noch ein Felsgrab? Wie viel hat der eine Attacke uns abgezogen? Schon ein bisschen. Schon ein bisschen, ne? 16. Also wenn das ein Volltreffer ist, ist es Longschlong weg. In die nächste Attacke. Weil Schwalboss ist schneller als Longschlong. Kommt dann auf 3 runter, wenn es kein Volltreffer wird. Ich weiß nicht. Sehr gut. Okay, raus. Raus. Longschlong, wir haben dir die Chance gegeben. Du hast die Chance bekommen und nicht genutzt. Oh, schon eine große, komplexe Map. Echt? Guckst du gerade? Ja. Alter, wie stark ist dieses Schwalboss? Das ist Chef, das ist Boss. Okay, aber unser Longschlong macht sich. Ja, aber ganz nach rechts gehen und dann nach unten schon richtig. So, aber eigentlich müssten wir heilen. Komm, ich geb dir noch einen Trank.
Dann müssen wir halt mal wieder zurückfahren. Oh, kommen wir von hier? Hä? Ich glaube, wir kommen von hier. Moment. Warte. Nee, wir kommen nicht von hier. Ich glaube, du bist richtig gegangen. Oder? Nein, oder? Wird, ich bin verwirrt. Ja, es ist dunkel, Elias. Tentoxa. Oh nein. Oh boy. Spezialverteidigung. Ja, ich glaube, es ist halt auch wegen Gift nicht effektiv. Ja, raus. Das macht Giftstachel. Ja, dann fliehe ich einfach, oder? Ja. Flucht unmöglich. Smart. Ach ja, wegen Umklammerung. Können wir es auswechseln? Nee, ne? Ich bin mir nicht sicher. Wir können es mal probieren. Unser Tintoxa ist halt paralysiert, aber vielleicht ändert sich das gut, ja dass gleich. Wir es rausgenommen haben. Jetzt abhauen. Also ich glaube, du bist vorhin in die richtige Richtung gegangen. Also wirklich? Dann gehe ich wieder zurück. Weil du bist ja an diesem Sandwasserfall vorbeigegangen. Ja. Und das ist so die richtige Richtung nach rechts. Okay. Dann gehe ich hier wieder rein. Ja. Genau. Dann hier rauskommst, das sind mehrere. Ein Hoppspross. Hoppspross. Nein, nicht schon wieder zurück? Nein, du gehst wieder falsch. Okay, dann habe ich die falschen Calls gemacht. Wird. Er geht gerade wieder zurück. Ja, ich hab's nicht mitbekommen, dass. Alter! Tja. Holy shit. Unglücklich. Das wäre geil gewesen. Ja, wir können es bekämpfen. Und dann geile Erfahrungspunkte bekommen. Können wir mal ausprobieren. Ist das nicht sogar doppelt effektiv, weil er Wasserboden ist? Ja, wollte gerade sagen. Und jetzt noch einer, ist er weg. Oh, das ist so schade. Ja, das ist. Der Sumpack ist doch richtig. Das wäre ein King. Das wäre ein King gewesen. So. Alter, wo kommt man hier raus? Ich kann das hier nicht erkennen, weil hier sind. Du weißt gerade, wo wir gerade sind. Wir sind gerade im ersten Untergeschoss. Sind jetzt runtergegangen. Sind, müssten dann theoretisch im zweiten Untergeschoss sein. Aber welche dieser Leitern man dann hat. Geht. Ist, ah, ganz nach links gehen ist richtig, ja. Das ist gerade. Oh, Wati. Alte Wunden. Oh, Wati. Alte Wunden. Gual Wati. Ja, Blitz-Pokémon dürfen wir auch nicht fangen, Leute. Ah! Oh, Paralyse. So ekelhaft, dass du mit Paralyse auch noch langsamer wirst. Ja. Yeah. Okay. Longchamp entwickelt sich. Also, wird gut. Mhm. Können wir mal weiter. Wenn ich es dann richtig sehe, oh, gibt es eine Treppe hoch. Und das Gute ist, wir haben Fluchtseil. Wenn wir feststellen, ey, wir kommen nicht mehr weiter. Das stimmt. Hoffentlich ist er bald nicht mehr paralysiert. Das nervt. Paralyse bleibt. Ach, wirklich? Ja, Paralyse verschwindet nicht. Okay, das wusste ich nicht. Bist du sicher? Mhm. Wow. Yes. Ja, yeah, I don't feel so good. Mhm.
Unsere Pokémon sind gut angeschlagen. Mhm. Also wäre es noch eine der alten Editionen, würde uns am Ende des Tunnels der Rivale noch begrüßen. Wirt macht keine Sachen. Das könnten wir jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Ich meine ja nur. Komm, ich heil mal hier ein bisschen. Ja, ist gut. Gib auf hier. Ja. Scheiße, wir haben aber nur noch einen Paraheiler. Wir haben doch noch Beeren. Gucken wir mal nach Beeren. Vergiftung ist auch. Paralyse. Okay. Gib noch eine mit. Long, Schlong. Ja. Okay. Jetzt hier hoch. Immer nach rechts. Oh, warte. Alter. Oh, nee. Oh, gut. Ja, wir verkaufen. Dem Ride. Alter. Oh, Vulnona. Vulnona. Ein neuen Schwanz. Das Felsgrab ist tatsächlich. Ja, 80%. Ja. Aber 80% sind immer noch 80%. So häufig wie das jetzt daneben gegangen ist. Ja, gute Erfahrungsmode. Jetzt muss ich dem eigentlich wieder einen Trank geben. So, die Arena machen wir aber heute safe, ne? Ja, die Arena machen wir safe, aber trotzdem, wir müssen stronger werden. Ja. Sonst wird's ein Debakel, Ilias. Stimmt leider. Sorry, aber der Kampf gegen Kai damals, ne? Ja. Der hat uns gezeichnet. Das war auch der zweite Arena-Leiter, ne? Das war der zweite Arena-Leiter. Alter Kindwurm. Oh, Kindwurm wäre auch nicht schlecht gewesen. Stronge Pokémon. Kindwurm. Aber ich muss sagen, die Höhle ist gut. Die Höhle ist ziemlich gut. Kann Kindwurm hier. Drachenwut? Nee, ne? Nee, nicht mit dem Level. Okay. Drachenwut kann die, glaube ich, erst mit 20, oder? Chat kann da mal vielleicht helfen. Erst ab Level 20. Okay. Okay. Sweet. Vielleicht noch nicht für den Levelaufstieg. Willi will's wissen. Säure. Das ist gut, oder? Macht das Sinn? Das ist ein Pflanzen-Pokémon, oder? Ja, nicht nur. Pflanzen. Na gut. Aber es macht ein bisschen Damage. Also jetzt bestimmt mehr, als wenn wir jetzt Kugelsaat einsetzen. Ja. Guck mal, da hat er sein Verwurzler im Sitz. Aber das wird dem auch nichts helfen. Ilias. Wollen wir ein anderes Pokémon vorne lassen? Es ist nur ein Vorschlag, bro. Wie ich höre, langsam wie deine Stimme zittert. Ja, sehe. Deine Harakiri-Aktion, ey. So, hier ist Troy irgendwo, glaube ich. Suche noch radikalen Porygon. Kannst du mir mal kurz den Ordner geben? Jörg schreibt dir die ganze Zeit. Boah, Jörg, wir arbeiten hier gerade. So, Velsa. Ein Radikal haben wir hier.
Das ist ein Reprint von Radikal und Rattata. Wir haben Troy gefunden. Troy? Was macht Troy? Er sammelt seltene Steine. Mineralien. Mineralien heißen sie. Ja, Radikal haben wir, hä? Oh, Stallflügel. Könnten wir Lauchboy geben. Ne, dem anderen. Wie heißt der? Wie haben wir Porenta genannt? Zwiebelsohn. Der gute alte Zwiebelsohn. Wenn du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Wenn wir uns gut kennengelernt haben, sind wir uns so Pokémon-Nerbs. Okay. Pokémon-Nerv. Wo muss ich mich aber wirklich beeilen? Ja, dann geh doch. Unsleeved. Bisschen. Was? Ich guck gerade hier, wie die erhalten ist, die Karte. Was ist das für eine Karte? Das ist die Glurak-Karte. Ist nicht in Sleeves drin. Ja, die krieg ich schon. Angekratzt, oder? Du hast doch schon einen Glurak. Ja, den Rest kannst du haben. Ich habe First Edition Glurak, also komm. Ja, siehste. Ich könnte den Laden hier kaufen damit. Mit der Glurak-Karte. It's funny, cause it's true, maybe? Ja. Komm in Arnos Büro, was willst du hier? Leg einfach nur Glurak hin. Das ist mein Angebot. Sind wir wieder am Anfang? Ja. Yeah. Ich dachte, da geht's irgendwo noch woanders hin. Mm-mm. Das war das Ende. Okay. Aber wir müssen immer noch stronger werden, oder? Das stimmt. Also wir könnten jetzt zurück zur ersten Arena-Leiter, zur ersten Stadt, um uns da IP-Teiler zu holen. Dann lass IP-Teiler holen. Aber erstmal heilen. Seinschall haben wir schon, aber wir haben kein Normal-Pokémon. Naja, wir haben Normal-Attacken, ne? Also es würde sich trotzdem hier und da anbieten. Blütenburg. Ah, guck mal, wir können sogar schon nach Draftport. Das ist nicht schlecht. Ich sehe gerade im Chat, Arno guckt vier, willst du es nicht? Es ist verrückt, wenn du auf eBay einfach nur guckst, wie ungeöffnete Booster aus der ersten Edition verkauft werden. Echt? Preis. Ärgert mich voll, dass ich damals meine einfach verkauft habe. Einfach aufgemacht habe, meine ich. Ja, dito, aber man ist ein Kind oder war ein Kind und wollte doch nur mit spielen oder sammeln. Ist doch klar. EP-Teiler, jetzt ist gut. Kommt gleich noch Werbung. Brauchen hier einige eine Pinkelpause? Wir können kurz eine Werbung machen. Welche gerade zu dir? Okay, dann mache ich hier ganz kurz die Beerenernte. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück. Wir holen uns den EP-Teiler, werden noch ein kleines bisschen trainieren und dann, versprochen, geht es heute noch zum zweiten Arena-Leiter. Bis gleich. Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Yum, 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 yum. Und damit herzlich willkommen zurück hier auf unserer Todesreise. Wir sind auf dem Weg nach Metarost City. Lauf. Lauf. Dieses Monster. Dieses Vieh, das sich einfach in die Luft sprengen kann. Das sind echt die Nuzlocke-Killers schlechthin. Mhm. Die und wo ihn genau. Mhm. Und Izzo. Fucking Izzo. Oh, Alter. Boah, Tauboga. Tauboga. Wie cool. Ja. War früher eins meiner Lieblings-Pokémon. War schon ein cooles Pokémon. Ich hab Taubos geliebt, ey. Ich fand Taubos irgendwie nicht so cool wie Tauboga tatsächlich. Echt? Nee, Taubos fand ich schon richtig heftig. Weil das Taubos hat mich nämlich immer an so einen Super Saiyajin erinnert. Also mit der blonden Mähne. Ja, es war so die letzte Form. Meine finale Form. Okay, hier können wir schön shoppen. Yes. Cool.
Hä? Ich wollte gerade sagen, müssen wir nicht in die Firma? Ich hab gedacht, das ist die Firma. Guck mal, wie groß das ist. Mal, ach hier, nee, ist noch, noch größer hier. Bam, bam, bam. Mr. Trump. Der EP-Teiler. Das macht er also im Ruhestand. Trägt ein Pokémon den EP-Teiler, so ältest Erfahrungspunkte. Das ist gut, es kriegen jetzt alle Erfahrungspunkte, oder? Nee. Oder nur ein Pokémon. Das nicht. Ist das noch dieses alte System. Ah, nee. Bist du sicher? Bei dem alleralten System war es, dass alle Pokémon Erfahrungspunkte bekommen haben. Und bei dem neuen System war es, du kannst es einem Pokémon ausrüsten. In Pokémon Rot und Blau gab es das doch auch schon. Ja, hier musst du es ausrüsten. Ja, hier musst du es ausrüsten. Das dann bekommt nur dieses eine Pokémon-EP-Teil. Das ist das neue System dann. Das, nee, das neue System ist, jeder kriegt es. Nee, das alleralte System ist, dass alle es kriegen. Nein, das ist das alte neue System. Pokémon, wobei, Pokémon Rot und Blau hast du auch schon mal einen EP-Teiler gehabt. Yeah. Also ganz spät bekommen hast. Da haben ja alle Erfahrungspunkte bekommen. Hier dann wieder nicht und jetzt wieder. Genau. Okay, haben wir es. So, geben wir jetzt schon jemanden. Alle eine. Wirt labert kein Quatsch. So, Shirox oder Longschlong? Ich wäre schon fast für. Nein, ich laber keinen Bullshit. Es gab doch schon einen rot-blauen EP-Teiler. Den kann man aber, konnte man keinen ausrüsten, weil man Pokémon keine Items geben konnte in der ersten Edition. So, wen geben wir den EP-Teiler? Longschlong? Mhm. Ich wäre schon fast für Longschlong. Ja, Longschlong muss stärker werden und danach machen wir dann Shirox stärker, oder? Ja. Yeah. So, dann hat er die Beere jetzt nicht mehr. Ja, aber richtig wird. Alter, jetzt alle, die jetzt sagen, wird labert Bullshit, die fühlen sich jetzt richtig schlecht. Aber es ist okay, ihr seid ja anonym. Also, ihr spürt nichts. Jetzt. Was? Jetzt hör auf, die Leute anzumeckern. Nein, ich stachel sie nur ein bisschen an. Ich möchte, nur, dass, ich möchte nur, dass die Leute wissen, oh, cool, dass sie recht Kohle haben. Ich habe noch ein paar Supertränke, oder? Zwei. Dann schön ein paar Tränke hier. Was sagst du? Wirklich so viel? 15? Ich meine ja nur, ne? Also kauf mal vielleicht ein paar Tränke, aber kauf 10 Pokebälle, weil bei 10 Pokebälle kriegen wir noch einen Premium-Ball. Schnapper wird es wieder da. Was erwartest du von mir? Ich bin der Typ, der jeden Tag hier die neuesten Angebote absucht im Internet. Nur die 7, komm. Ja, jetzt hol die 10 Pokebälle. Kriegen wir noch einen dazu? Ja, aber wir haben doch schon richtig viele. Dann haben wir 18 Pokebälle, das ist doch auch. Aber Quatsch. Hätten wir nicht eher Supertränke kaufen sollen, yeah, statt Tränke? Also lieber, also ich habe ja 2, 3 Supertränke geholt. 2, 3? So, jetzt will ich erstmal nochmal. Mach mal, dass wir 5 haben. So, Paraheiler. 4. Schutz brauchen wir erstmal nicht. Ein Schuss? Ein Supertrank? Ja, komm. Machen wir 5 draus. Und wir können den Edelstaub verkaufen. Ach ja. Und den Ewigstein. Vielleicht wollen wir den aber behalten. Welches Pokémon willst du in Entwicklung stoppen? Naja, es gibt ja ein paar Pokémon, die geile Attacken lernen, wenn sie sich noch nicht entwickeln. Und du hast ein Problem damit, B zu drücken, wenn es sich gerade entwickelt? Nee. Aber es gibt nur 100. It's money. Es ist ein halber Pokéball. Kriegst den Deckel oben. Schöner roter Sand. Staub. So. Wir haben Wundersaat. Ja, Wundersaat könnten wir einsetzen. Für unser Pflanzen-Pokémon. Ja, aber das hat ja gerade den EP-Teiler. Was machen wir mit diesen ganzen X-Sachen? Wir benutzen die Ini. Weg damit! X-Zeug verkauft! Weg! Raus! Na gut. Das gibt gut Money. Ja, hier schreiben die auch. Alles verkaufen die X-Sachen. Benutzt die eh nicht.
sich das denn ausgedacht? Okay. Schwerttanz raus! Aber, ja, nee, dann können wir Wundersaat ja, nachdem Longschlong stark genug ist. Jetzt ist Longschlong sowieso vorne. Ja, weil ich kurz überlegen muss. Also wollen wir den MP-Teil da jemand anderem geben? Weil dann kriegt er doch noch Wundersaat. Das Ding ist. Mhm. Tell me. Wenn wir jemand anderen den EP-Teiler jetzt geben, ja, dann bekommen wir keinen so schnellen Progress. Also beide werden dann gleich stark. Ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal auf einen konzentrieren. Erstmal auf Longschlong, damit der halt so Level 14 hat. Das ist halt ein angenehmes Level. Mhm. Und dann würde ich weiter zu Xerox gehen. Also willst du jetzt gar keinen den EP-Teiler geben? Doch, Longschlong. Dann würde ich ja am Anfang Tantaxa, hier, Tuddle hinmachen. Tuddle? Also Tuddle jetzt trainieren? Okay, okay. Ich kann auch Xerox trainieren und dann gehen wir in den Blütenwald. Okay. Ich finde beides gerade okay. Das ist okay. Gute Entscheidung, gute Entscheidung, gute Entscheidung. Okay. Ja, die geben halt nicht so viel Erfahrungspunkte. Ja, deswegen müssen wir eigentlich nochmal in den Granittunnel. Ja, aber der Granittunnel ist eigentlich zu heftig. Granithöhle? Boah, der hat auch keine geilen Attacken. Das okay. Ist ganz schön risky, dass du jetzt gerade mit Xerox gegen ein Vogel-Pokémon kämpfst. Ja, aber der hat ja keinen Schnabel kann? Der kann keinen Schnabel. Kann keinen Schnabel. Hat einen Schnabel. Der soll den Schnabel halten. Okay, das bringt gar nichts. Komm, lass uns in den Tunnel. Zum Schiff. Oder? Ah, man muss mit ihm vorher sprechen. Ich dachte, man kann direkt dann das Schiff steigen. Das sind Life Goals. Er spielt einfach immer mit seinem kleinen Vögelchen. Ja, braucht er nicht. Das ist ein Happy Man. Man kann ihn beneiden, man kann ihn beneiden. Ich liebe das ja in RPGs. Wenn du. Reisen? Ja, wenn du so ein kleines. Wenn du so ein Schiff hast. Oder so ein Flugschiff zum Beispiel. Ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Final Fantasy 7.2 aussehen wird. Boah, ich hab richtig Schiss. Ich hab richtig Schiss. Aber gleichzeitig freue ich mich einfach so dermaßen drauf, weil mir der erste Teil schon so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und er war schon nicht perfekt und trotzdem one of the best games last year. Mhm. Oder siehst du es nicht so? Es war mein Game of the Year. Echt? Ja. Ist das so smart, was wir hier machen? Ja. Boah, Alter, Xerox ist ja mal der heftigste. Silberblick. Verteidigung ist gesunken. Nochmal gesunken. Ich kommentiere nur. Ja, Xerox ist der Beste. MVP. Wir sollten Xerox trainieren. Guck mal, das ist das X in Xerox, ne? Das sieht genau wie oben hier seine Schere aus. Deswegen passt es, dass es Xerox heißt. Xerox wird unser neuer MVP. Ja, der hat halt einen super hohen Angriffswert. Hast du eigentlich noch den EP-Teiler drauf? Ja. Auf Longschlong. Okay. Wollen wir jetzt Xerox trainieren? Ja, geht dann schneller, als wenn wir jetzt das Ding teilen, oder? Na gut. Aber du trainierst ihn ja gerade, deswegen meine ich ja nur. Das ist jetzt wieder so unnötig. Na guck mal, der knapp ist gewesen. Na gut. Und so tief in die Höhle müssen wir nicht. Nee. Ich will ein Tränkchen. Ja, ich will ihm auch eine Beere geben. Hast du wieder neue angepflanzt? Eingepflanzt, meine ich? Nee. So funktioniert das nicht mit der Nachhaltigkeit. Ja, hab ich vergessen. Okay, ich gebe ihm mal eine Sinelbeere. Seine Schall für Xerox. Stimmt. Ja, ja, er hat ja nur Normie-Attacken. Chat,
Kann man nicht anders sagen. Nee, aber jetzt hat er ja eine Sinelbeere. Komm, scheiß drauf. Weg mit der Sinelbeere. Sinel. Chat, man muss es sagen. Ihr seid halt geil. Ihr seid leider geil. Manchmal. Ich hatte recht. Und einige wollten es nicht verstehen. Okay. Perfekt. Obwohl, wir haben keine Käferattacken. Nee. Aber es kommt alles. Was wäre die ersten Käferattacke, die er lernt? Käferbisse ist eine etwas spätere Attacke, oder? Die ist auch ziemlich stark. Ja, ich erinnere mich aber gerade nicht mehr. Vielleicht weiß es Chat. Chat. Alter, wie viel hat Synthese geheilt? Pinsir. Oder Scherox, wie das Ding auch heißt. Stark. Alter, Angriff 29 mit Level 9. Dieser Fans. Boah. What? Geht. Schuppe? Schuppe? Okay, hier kann. Der hier das bringt ja machen, nichts. Aber wir können Longschlong einwechseln. Aha. Tell me more, tell me more. Weil der hat eine Geistattacke. Und ist nicht Geist gegen Geist effektiv? Oh Gott, das heißt, ich weiß. Drache gegen Drache, ja? Ich probiere jetzt mal. Ja, Mann. Ja, okay. Geist. Pinsir. Pinsir auch im Englischen heißt er Pinsir. Im japanischen Kalios. Okay. Alter Pi! Das ist ein starkes Normal, oder? Das ist die Vorentwicklung von Pipi. Ja, aber gibt es dann auch gute Erfahrungspunkte? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob es wie bei Chanera ist, aber... Das sehen wir jetzt und anscheinend ist das nicht so. Pinsir hat eine Mega-Entwicklung, das habe ich komplett vergessen. Oh, stimmt. Da hat er dann Flügel. Ja, Pinsir ist ein geiles Pokémon. Ich fand es früher ein bisschen ekelig, tatsächlich. Pinsir? Ja. Pinsir ist doch voll badass. Ja, badass, aber fand auch ein bisschen ekelig. Warum? Ja, vorne das mit dem Mund und so weiter, das ist halt so. Ich weiß nicht. Ey, Alter, was ist los, Mann? Schon wieder Pinsir ist kurz am Verrecken. Wo ist denn das hier? Ach Gott, ey. Dieser Fans. Gesicht. Die Mobile-App. Welche Generation ist denn das hier jetzt? Ist die dritte. Das ist normal ganz dritte. Nochmal. Wieder mal ein Trank. Dritte Generation. Nein! Hast du es Longschlong gegeben? Hast dem Schlong was zu trinken gegeben? Also ich muss sagen, die Attacken, die Pinsir erlernt, da ist keine Pflanzen, keine Käferattacke dabei. So, was, erzähl mal. Normal und Kampf. Was sind das so? Welche? Ab 13 gibt's Geowurf. Ja, okay. Ja, die Stärke variiert ja da. 19 ist Vergeltung. 19 ist Härtner. 25 ist Vergeltung. 31 Durchbruch. Das dauert ganz schön lange. Alter, es geht. Also, das wird unser TM und VM Monster. Das gibt jetzt Punkte, das gibt Punkte. Ich hoffe es. Good old Zumpax. Boah, okay, ja, es gibt wirklich Punkte. Alter, Angriff plus 4. Krass. Was für ein Sucker. Woo. Woo. Ja. Woo. Woo indeed. Oh, scheiß Landhorn, ey. Ich spüre deinen Atem. Nee, ist doch alles gut. Nee, hier ist gerade okay. Nichts. Ich spüre deinen Atem. Wow, wow, wow. Elias. Benimm dich. So, Sinelbeere. Nein, nicht prüfen. Der Geschmack ist sogar dabei. Okay.
Okay. Komm. Glaubst du, Markus weiß, wie die schmecken? Wenn wir so endgegnermäßig machen? Stimmt. Siebelbeeren. Der weiß alles, ey. Ditto! Meister Reinke. Oh, wir haben nur noch dreimal Klammer. Ja, kann ich mal kurz ins Pokémon Center. Ist ja nicht weit weg. Wir haben nichts mehr, Ilias. Kein Pipi mehr. Das ist ein Obwohl, der hat ja keine Käferattacken, ne? Komm, wir verbrennen es einfach. Guck dir doch mal seinen Mund an. Ich finde ihn badass. Schon bei Sichlor habe ich früher mal Mitleid gehabt. Das Ding hat einfach Scherenhände. Das kann nichts machen. Was? Sichlor war mal der heftigste. Ja, aber hatte ein bisschen Mitleid, weil einfach so alles, was er anfassen würde, geht kaputt. Und Pinsy hat Hände. Angriff schon. Soweit es geht. Zwei. Ja, das ist eine richtige Angriffsmaschine. Jetzt liest das doch bitte. Ihr könnt da Graphitport mit hier geschrieben. Ja, aber vielleicht wollen wir doch noch gar nicht hin. Ja. Lass Ilias Schüssel machen. Und wir schon. Oh. Lauf. Wollen wir es nicht bekämpfen? Kannst du versuchen. Ich bin gespannt, was er Attacken da drauf hat. Macht er jetzt einfach einen Aero-Slash oder Aero, was er. Kann man den Toxer reinnehmen? Na gut. Well. Das war das der antiklimaktische epische Kampf aller Zeiten. Well. Aber da hat es jemand auch schon geschrieben, kann nur Wirbelwind. Okay. Was wir uns als gedacht haben, so, oh, was kommt jetzt, was macht er jetzt? Schnitt. Ein Wirbelwind. Ja. So, wieder zurück in die Höhle, oder was? Ja, wir haben auf der Route schon gefangen, genau. Oder wir können jetzt Arena-Trainer weitermachen. Ja, wir können Arena. Die machen die Trainer der Arena. Was soll ich denn sagen? Nee, nee. Alles gut. Kannst mir alles sagen, wie jetzt, falls. Nee, ich überlege gerade, ob wir die Pokémon mit EP, was wir gerade vorne haben und so weiter, aber nee, ich finde sie auch. Aber wir haben ja Shirox vorne. Ja. Man muss doch Camilo nicht mit so etwas Nichtigem belästigen. Sind wir nichtig? Na gut. Na gut, na gut, na gut. Du sagst, wir sind nichtig. Hm? Mhm. Ich zeig dir mal, wie nichtig du bist. Ah, das Waifu-Pokémon. Okay, ich liebe Shirox. Shirox ist halt nur geil. Ja, Shirox ist badass. Shirox ist der absolute Wahnsinn. Ja, aber trotzdem gewonnen, okay? Ja. Alter. Nora. Und auch zum Pokémon Center. Oh, und zwischendurch, wir haben bisher noch gar nicht gespeichert. Ich bin ja der, der immer speichert. Aber du hast letztes Mal hast du auch Rede 2 Minuten. Ja, es liegt auch daran, weil das Pokémon Infinite Fusion, das ich spiele, stürzt so oft ab. Da speichere ich einfach fast immer und hier muss man es ja nicht. Also du könntest trotzdem mal speichern, falls der Emulator es einfach mal nicht mitmacht. Da hast du doch recht. Einmal kannst du es ja machen. So, okay. Jetzt kannst du auch mal weniger speichern. Okay, gucken wir mal, was hier so geht. Der Schwarzgurt. Kniels. Der gute alte Kniels. Alles gut? Egelsam. Das fand ich in der Pokémon-Serie immer richtig cool, die Attacke. Ja, Egelsam in der Serie war richtig gut und Egelsam im Spiel. Ja. So. Bisasam hat Schmarotzer eingesetzt. Nicht gut. Das finde ich sogar richtig nervig. Paralysiert?
Ah, come on! Oh, Elias, raus! 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 Ich glaube, das geht nicht mit Egelsamen. Dann heilen! Wie viel gibt's nur der MO10? Monka S, Monka S, Monka S, Monka S. Es geht, wird hier geschrieben. Ja? Doch, man kann wechseln. Ja, komm, dann wechsle ich. Da kommt Glutexo rein. Brenn das Ding weg. Mistkerl. Weg. Das ist kein Mistkerl, das ist Mistknils. So. Scherox Level 12. Angriff wieder plus 3. Ja, Level 13 war, glaube ich, Geowurf. Angriff 38 mit Level 12. Okay. Ja. Aber kriegt dann keinen Boost, wenn er irgendwie ein gewisses Level erreicht, wie Pokémon, die sich weiterentwickeln. Mhm. Da haben einige schon recht. Aber dafür haben wir jetzt schon ein starkes Pokémon. Das stimmt. So, ich gehe kurz nochmal heilen. Mhm. Ja, ja, ist auch okay. Ist ja paralysiert, wir wollen keine Tränke verschwenden. Warum auch? Okay. Oh. Ich muss aber auch sagen, unser Glutexo ist halt auch nur Level 19, ne? Und das Höchstlevel hier ist Level 19. Ja, deswegen, bei Glutexo reicht es, aber wenn das Höchstlevel jetzt zum Beispiel wieder ein Starmie ist. Boah, dann haben wir echt ein Scheißproblem. Dann haben wir ein richtig Scheißproblem. Aha. Deswegen, es müssen alle Pokémon ein bisschen stärker werden. Also, bei Scherox würde es nicht schaden, wenn er zumindest eine vierte Attacke kann. Also, ich habe Scherox am Anfang richtig Unrecht getan. Scherox ist halt einfach nur heftig. Das stimmt. Sehe ich auch so. Was ein heftiges Pokémon. Super krass heftig. Waren wir da schon bei der Lady rechts? Oh, das ist gut. Das, ja, wir müssen noch trainieren. Ja, okay, dann haben wir jetzt alle hier erledigt. Wir könnten aber theoretisch auch nach Graffitford und da ein bisschen trainieren. Okay. Da ist nämlich der Strand. Auf zum Strand und neue Freunde fangen. Oh. Stimmt. Ja. Okay, dann heile ich jetzt nochmal ganz schnell. Wie lange machen wir heute? Boah. Wollen wir noch eine halbe Stunde? Ja, ein bisschen länger machen wir also schon. Also wir machen noch eine halbe Stunde mindestens dran, weil wir wollen ja ein bisschen Progress machen. Ups. Und ich glaube, die nächste Sendung, die danach kommt, dauert glaube ich noch ein bisschen. Und wir wollen ja den Arena-Leiter noch machen. Oh nein. So. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Was denn? Ich glaube, Annette ruft an. Wirklich? Hat sich wahrscheinlich verwählt. Ja, ich rufe mal die Regie an. Oh, guck mal da, das alte Schiff. An den Strand. So, hier sind ein paar Trainer. Das ist ein Trainer? Mhm. Glaubst du, die kommen gegen die an? Ja, klar. Natürlich. Moment, das ist der Ort nach Level 19. Boss. Jetzt. Level 12. Muda. Alle useless hier. Denk dran, man kann noch angeln, ne? Oh. Deswegen meine ich ja neue Freunde. Das hab ich vergessen. Alter, wie, das wird eine Maschine. Angriff 40. Und lernt Geowurf. Geowurf. Wie funktioniert nochmal Geowurf? Müssen wir gleich nochmal gucken. Irgendwas mit Verhältnis des... Oh oh, das ist aber nicht gut. Ne, wenn es Schnabel kann, ne? Sayonara. Schnabel habe ich gar keinen Bock jetzt gerade. Dann lieber ein Longschlong. Das sind Pflanzen. Obwohl Gestein, ja.
Entschuldigung, Verfolgung wegen Wechsel. So. Das war ja richtig gemein, finde ich. Da ist schon eines unserer Pokémon draufgegangen in der letzten Staffel. Ja, stimmt. Schaden gleich eigenes Level. Naja. Oh, Mann, 80%. Here we go. Aber dann haut es rein. Wo ist 3 Cola, Elias? Ist diese Legende geblieben, ist, ne? Von 3 Cola, Elias. Ja, weil du sie immer wieder befeuerst. Und das war wirklich nur Cola. Ja. Und nur 3. Wollen wir angeln? Oh. Ja, das, ey, warum vergesse ich das? Hm? Ich vergesse das immer. Ja, ist gut. Verfolgung ist einfach dreist. Ja, EP-Teile haben wir schon geholt. Okay. Oh nein, ich habe vergessen zu drücken. Passiert. Passiert. Das passiert. Hä? So. Komm, komm, komm! Ja, das werden wir nicht fangen. Also, wenn wir es fangen, dann ist dieses Nuzlocke für uns eigentlich schon durch. Ist aber GG. Dann sagen wir GG. Ja. The good old Rancor. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir dürfen sie nicht töten, Elias. Ja, ich glaube, eine Klammer wäre problematisch. Hm, wir können ja versuchen mit Superschall das Ding ein bisschen. Der setzt einmal Brille ein, dann sind wir durch, ne? Ach, scheiße, da kann Brüller, ne? Oh nein! Schon. Aber könnten, Geowurf könnten wir machen. Wir könnten Superball benutzen. Ja, und wir könnten Geowurf machen, weil Geowurf ja ihn jetzt 5 KP abziehen wird. Geowurf wird ihn nicht töten. Warum? Wie funktioniert das nochmal? Geowurf macht so viel Schaden, wie viel. Was für ein Level hat. Mach mal Superball. Richtet Schaden gemäß Level des Angreifers. Einfach so. Das Angriff ist unser. Oh, unser. Ja, ja, ja. Okay, dann. Das könnte. Geowurf macht 13 Schaden. Ja, wer weiß, wie viel KP der hat. Einfach einen Superball werfen. Einfach fangen. Ja, wer weiß. Komm, ja. Vielleicht haben wir ja Glück. Und B. Nicht mal ansatzweise. Oh. Oh, ist nicht mal versucht. Wir könnten aber Klammergriff benutzen. Und dann? Da kann es nicht fliehen. Ja? Ist es so? Guck, check mal die Attacke. Check mal die Attacke. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und klammert. Und trifft den Gegner 2 bis 5 Mal. Klammergriff macht dauerhaft Schaden. Rabauz muss kämpfen. Geowurf, Geowurf. No Geowurf. Ja, kann nicht fliehen, schreibt jemand. Kann trotzdem fliehen. Fliehen, steht da. Er kann kein Brüller. Also Geowurf. Dann Geowurf. Oh oh. Wow. Genau die Hälfte. Bis. Ja, Rabauz muss kämpfen. Rabauz ist auch 5. Aber da kann bis ist Tronk. Ne? Das war's. Das war's. Meinst du, wir kriegen's nicht mehr? Nee. Pokébälle kriegen wir definitiv nicht. Aber vielleicht. Es kann kein Brüller, glaube ich. Ja, kann ja nicht. Schön Raikou aus dem Meer geangelt. Achtung. Oh, ui, ist gut. Ah, Unlicht, ja. Nicht zurückschrecken. Ich glaube, 2 wird noch reichen. Come on, auch man. Cool. Müssen ihn aber austauschen. Okay. So, jetzt mal Tentoxa.
Und jetzt alle Bälle. Ja. Alle Bälle, Elias. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts, genau. Sehr gut. Den Toxer-Tank, kacke. Ich hab doch gesagt, kauf 10 Bälle, kriegen wir noch einen Premium-Ball dazu. Ja, ja, hätte, es tut mir leid, aber. Superball zu früh eingesetzt. Ich weiß nicht, ob wir, ja, ich weiß nicht, ob wir die Pokebälle, ob uns die Pokebälle hier genutzt hätten. Und ein B. Nee. Das. Unser Pokéball versucht es nicht mal. Nee. Nee. Und ein B. Und ein B. Ah, Mann, das Alter. Ding wackelt nicht mal. Und ein B. 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 Komm schon. Und ein B, Leute. Werf zwei auf einmal. Und ein B. Und ein B. Oh Mann. Wir haben nichts, was den Status verändern kann. Wir haben keine Donauwelle, wir haben keine Hypnose. Nee. Wir haben nichts in diese Richtung. Und ein B. Und ein B. Und ein B. Oh Mann. Das ist ein richtiger Cocktease. Ja, haben wir sowas von. Noch drei Bälle wird. Oh, warte. Alle guten Dinge sind drei, Mann. Und ein B. Komm. Oh, fu you, ey. Und ein B. Und ein B. Und ein B. Oh. Ey, das wird nicht sehen, Elias. Ich habe alle Hoffnung verloren. Wirf den letzten Ball. Und ein B. Der geht rein jetzt. Er geht rein. Wer braucht Erfahrungspunkte? Ja, ich mach Chirox wieder rein. Weil sonst würden wir noch mehr Erfahrungspunkte teilen. Kannst mit Tentox auch finishen. Er war ja schon drin. Ja, das stimmt. Bitte. Ja. Bitte. 51? Richtig, bitte. Mehr Erfahrungspunkte. Ah. Alle Bälle vermasselt. Richtig traurig. Das ist der Tiefpunkt dieses Nuzlocks. Ein Statuseffekt hätte geholfen. Wir haben keinen. Wir haben keinen, ja. Oder übersehen wir gerade irgendwas? Nee, wir haben keinen. Bälle kaufen. Wir haben gerade, glaube ich, keine Kohle mehr. Müssen welches verdienen. Liebe Regie, hat sich Annette mittlerweile gemeldet. Ah, cool. Ich glaube, die hat uns auf die Mailbox gesprochen. Mal schauen, was sie gesagt hat. Vielleicht muntert sie uns auf. Hi, Boys and Girls. Ich bin's, die Annette. Ich weiß nicht, ob ihr meinen letzten Anruf bekommen habt, aber ich bin auch in der Höllenregion und ich suche euch dringend. Ja, ich habe nämlich ein kleines Problem. Mein Geld ist alle und ich kann mir die Fahrkarte nicht mehr leisten. Also ruft mich zurück, überweist mir etwas oder subscribe to my OnlyFans. Ja, macht das mal. Das sind coole Videos, soll ich mir sagen lassen. Unter anderem könnt ihr meinen Bisasamen euch da angucken. Bis dann. OnlyFans scheint auch in der Pokémon-Welt ein Ding zu sein. Ich möchte kein Bisasami anschauen. Ich auch nicht. Aber das könnt ihr natürlich machen. Weitere Infos gibt es in den Infos, in der Beschreibung. OnlyFans.com/Nuzlocke. Okay, den haben wir. Wir müssen jetzt... Der ist bestimmt noch keine 10 Jahre alt und will jetzt einen Pokémon-Kampf machen. Ja, richtig peinlich. Morlord. Morlord. Slam. Alter. Slam macht viel Schaden, aber hat nur eine Genauigkeit von 75 oder 80. Ah, Quack. Wow! Raus! Ist das dumm? Dann bist du jetzt angespuckt mit Samen.
Scheiß Günther. Gibt uns auch nur 52. Wir wollen deine Nummer nicht, Günther. Wir werden dich auch nicht anrufen, Günther. So, was geht hier so? Strandhaus. Achso, hier gibt's Trainerkämpfe. So, wir gehen erstmal hier hoch. Rufen wir uns den Damen. Ach, hier gibt's die Börse auch. Hier. Getränke kaufen. Guck mal hier, diese. Ach, das fand ich damals richtig cool. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Hier ist auch ein Pokémon-Wettbewerb, genau. Hier Aqua. Macht Team Aqua. Hier ist das Museum. Scheint sehr beliebt zu sein. Und da oben ist das Pokémon-Wettbewerbshäuschen. Glaube ich. Ist das hier? Nee, das ist der Hafen. Die MS Tidal. Wo ist denn das Wettbewerbsding? Ach, hier. Das hat aber einen neuen Sprite. Naja, es ist die Smaragd-Edition. Ach nee, Moment, ist das Kampfcamp? Hä? Ist das nicht mehr? Komm, ihr das. Pokémon Center, Superbälle kaufen, nächste Route, Pokémon fangen, weiter trainieren. Wir wollen heute noch die Arena machen. Ja, gut. Ich wollte doch nur kurz eine Erinnerung spielen. Deine Erinnerung kannst du noch. Kannst du dir so zu hinschieben? Das habe ich jetzt nicht gesagt! Okay, wo ist denn hier? Das ist das Pokémon Center. Erstmal ein Mark, wir brauchen super Bälle. Wir brauchen mehr Bälle. Oh Mann. Ja, ist also, ich muss sagen, unsere Encounter-Bewegung ist bisher. Begegnung ist recht gut. Aber ja, aber wir machen zu wenig draus. Ja, unser Fangglück ist einfach kacke, weil. In den ersten Regionen hast du noch nicht so gute Pokebälle. Das stimmt leider. Und auch, wir haben noch nicht so gute Attacken. Ja, wir müssten zwangsläufig, wir haben ein paar Bälle jetzt wieder. Ja, hol 10. Das sind ein paar Superbälle. Wie sieht's trankmäßig aus? Hol ein. Damit wir 10 haben. Wie sieht's super trankmäßig aus? Finde ich gut. Ist auch gut. Wollen wir jetzt Supertrank haben wir nur einen oder wie war's? Hab ich falsch gesehen, oder? Ah, 5, habe ich mich verguckt. Okay, alles klar. So viel wie möglich. Wir können uns 4 Superbälle holen. Hm. It's something. Mensch. Wir könnten noch was Kleines verkaufen und dann. Der Namenbewerter ist hier. Der Namensbewerter. Ja? Dann können wir Taddle endlich seinen Namen geben. Ja. Und in der City können wir angeln. Wird hier auch noch geschrieben. Chat, Chat, Chat! Gute Ideen habt ihr, gute Ideen. Ist der das? Such den Namenbewerter. Weeboos! Okay. Die haben das mit den Wettbewerben, glaube ich, verändert. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich weiß es nicht wirklich. Wo ist denn der Namensbewerter? Ja, hier finde ich den nicht. Mile from Fro City. Was ist das hier? Mal ganz kurz. Okay, ist wahrscheinlich sowas wie der Duellturm. Mhm. Der Bewerter ist am Strand. Nee, das ist. Nein. Wow. Also, wer da eben gerade geschrieben, der ist am Strand. Schön. Mini-Duellturm. Okay. Der Taddle. Werde zum Taddle. Finally. Welch ein Glück für dich. Okay. Jetzt geht's weiter. Hier kann man aber auch geile Sachen kaufen, ne? Okay, hier nicht. Aber hier vielleicht. It's above my pay grade.
Eine Arztpuppe. Oh Gott. Okay. Wie teuer sind bitte Puppen? Und dann Bälle zu kaufen, die hier Tiere fangen können, kosten dann so 200 und so. Oh, ein Double. Alter. Hier. Lamus. Lamus und Sepa. Also Shirox erstmal eine Klammer hier auf dem Boy. Den würde ich, glaube ich, fast schon wieder rausnehmen. Ja, nimm den raus und pack hier Schlong rein. Long Schlong. Schlong! Das trifft bei. Ja, 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 ja. Na gut. Okay. Ich würde mich, glaube ich, zuerst auf Lamus konzentrieren. Weil der ja, ist mir nicht geheuer. Nochmal? Ja. Stark. Gute Pokémon haben wir, gute Pokémon. Ja, kann man nichts sagen. Mhm. Der Tunnel, diese Höhle hat uns echt zwei solide Freunde beschert. Ja, Raikou brauchen wir gar nicht. Wir brauchen keinen Raikou. Scaraborn. Scaraborn mochte ich. Scaraborn fand ich vom Design her ganz cool. Das ist der Hirschkäfer. Mhm. So, macht Klammer hier noch Sinn? Probieren wir es mal. Alter, ich kann Pinsir angreifen? Friendly Fire. Okay. Und nochmal? Nee. Ah, nur zweimal getroffen, bro! Bro! Okay. Scaraborn ist Pinsir-Fischen überhaupt nicht. Scaraborn ist cool. Level 14. Hm. Ich wundere mich generell, dass Scaraborn nicht in der ersten Edition schon dabei war. Ist Abioto da? Wow. Okay. Oh, weißt du noch damals, unseres? Unser Chat? Hatten wir einen Despotar? Ja, hatten wir. Echt? Wie ist doch Chat? Alter, was für ein heftiges Team hatten wir? Ja, wir hatten das Manhattan Project. Despotar. Nee, das Manhattan Project war Brutalander. Ja, Brutalander. Ich wollte gerade aufziehen, was wir alles hatten. Eine Aufzählung. Hier Klammer und dann würde ich Tantoxa, glaube ich. Nee, Tantrag würde ich reinnehmen. Wobei, Kugelsaat geht ja auch. Kugelsaat geht auch. Das ist ein Boden-Pokémon, ne? Das ist Boden gegen Gestein. Aber ich habe ja auch Pflanze. Okay. Ja, 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 ja. Okay. Der hat viel Verteidigung. Mal schauen, ob das unsere beiden hier schaffen. Ja. Uff. Normalattacke? Ja. Hopp, 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 hopp. Schieß, schieß, schieß. Komm, fünfmal. Fünfmal. Shit. Mach mal einen Geowurf. Wirf das Ding nochmal weg. Es trifft beide? Schielt er und trifft beide? Ich dachte, er hat zwei Augen hier auf eine Person gefokust. Und weg mit dir. Nee, Mann. So. Dass so ein Sechsjähriger einfach mal einen Despotar auspackt. Hat er vom Papa geliehen. Mami! Oh, schade. Vor allem geben die auch so wenig Geld. Ja, das sind kleine Kinder, was erwartest du? Wir können hier doch kleine Kinder abziehen. Doch, Mann. Die haben Handys. Guck mal, wie fortschrittlich die schon damals waren. Also ich weiß, dass Kinder heutzutage alles Handys haben, aber... Meine Mutter würde sagen, die sind ein schlechter Einfluss. Weil die schon Handys haben? Ja. Das Wasser in diesen Breiten ist sauber, aber ich sammle zusammen mit... Oh, das ist ja voll nett. Mhm. Damals schon so eine wichtige Botschaft gehabt. Das ist ein netter Mann. Ja.
Aber wir können auch Pokémon angeln in der Stadt. Ja. Ist das ein neuer Ort? Das ist schon ein neuer Ort. Jo, tatsächlich. Das ist wirklich. Moment. Ja. 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 Okay. Oh Gott, gibt es in der Stadt irgendwie noch einen See? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, nicht, dass wir nochmal ein... Raikou? Ja. Aber das ist doch eine neue Route. Ja, hoffen wir einfach, dass da neue Pokémon sind. Ja, wenn Raikou kommt, ey, come on, so viel Fairness muss sein, dann fliehen wir und dann gibt's was anderes. Fine. Entei. Okay, let's go. Komm! Also, es ist eigentlich richtig gut. Ja, aber wir haben so viel Wasser-Pokémon. Ja, zwei Pokémon sind, Wasser-Pokémon sind schon echt viel von sechs. Aber fang es trotzdem. Es ist ein gutes Backup-Pokémon. Ja, naja. 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 Hohe Fangrate, Leute. Milotic ist so strong. Ja. Ja. Carvador 2.0. Ja. Oh, ich habe auch schon einen guten Namen gefunden. Ich habe da eben gerade einen sehr guten Namen gelesen. Ja? Bonchoa. Das ist lustig. Ja. Der kann nur Platsche? Ja. Das ist ja Carpador und hässlich. Carpador finde ich wirklich optisch ein sehr schön gezeichnetes Pokémon. Ein schöner Karpfen ist das, muss man sagen. Ist ein richtig schöner Karpfen. Und das da ist einfach... Oh, er hat keinen Bock auf uns. Eine hohe, eine niedrige Fangrate oder was? Laufbau ist auch nice ab Level 20. Komm. 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 Ja, guck mal. Nein! Oh. Du hättest in einem weißen Ball wohnen können. Viel Spaß beim Entwickeln. Dauert es so lange, Elias? Ja, das ist, die Entwicklung ist richtig ekelhaft. Da musst, du hast da ein paar Voraussetzungen. Ich glaube, es muss richtig schön sein. Du musst es mit Pokeriegel füttern und so ein Shit. Was für eine Diva ist denn das bitte? Ja. Aber dafür wird es dann richtig schön, oder? Dafür wird es halt richtig schön. Aber vielleicht irre ich mich auch. Komm, ich setz mal einen Superball ein. Komm. Machen wir dem Like. Superball! Ja. Barsch war super kompliziert zu fangen im Spiel. Ja, also eigentlich, Spiel. Eigentlich. Ja, ist du hattest das erzählt, den gibt's ja nur auf bestimmten Orten und nur auf einem bestimmten Feld. Ja. Ja. So. Bonchoa oder was? Bonchoa. Finde ich doch schön. Ups. Oh. Okay. Dann wird dann richtig krass, also. Bin ich gespannt. Ich habe eigentlich Bock drauf. Bonch. Nee, mit Schwa. Ja. Kannst natürlich auch Bonchoa machen. Aber Bonchoa ist schon gut. Ja. Ich dachte wirklich früher. Bonjour wäre ein Spin-off von Bonjour und andersrum. Ich hab's nicht auseinanderhalten. Wirklich? Ja, ich dachte so, es gibt Bonjour und es gibt Bonjour. Was ist das jetzt beides? Ich hab keine Ahnung, was es ist. Das ist nicht in deinem Bewerbungsgespräch gesagt hast. Ja, zum Glück nicht. Ich kann nicht schwimmen, also tue ich so, als ob. Also bei meinem Bewerbungsgespräch, wenn ihr mit dem Glurak ankommt, ne, dann werde ich ein gutes Wort für euch einlegen. Denn ich werde mit dem Glurak den Laden hier kaufen. Logok. Okay. Logok. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, wir sollten unser Shirox austauschen. Und unser Shizazam eigentlich auch. Ja, es ist beides gerade schlecht. Logok ist gerade sehr schlecht. Obwohl Trantax kann Blub strahlen, ne? Mhm. Aber wenn Logok jetzt Glut einsetzt gegen Longschlong, auch nicht gut. Ja.
Aber ziemlich das gut. Problem ziemlich hat sich gut. erledigt. Stark. Ist es in späteren Editionen nicht irgendwie so, dass die meisten Feuerstarter-Pokémon Kampf-Pokémon sind? Ja, das habe ich irgendwo gelesen. Also ich überlege gerade, das Schwein wird ja, glaube ich, auch zum Kampf-Pokémon. Ja. Oder? Und auch diese Katze, die wird ja zu einem Wrestling. Genau. Ja. Du hast einen Sumo-Ringer, du hast einen Wrestler. Und hier hast du einen und also Kickboxer. Einen Kickboxer. Oh nein, das nächste Pokémon mit Luchadore. Oh nee. Aber es gibt doch schon Luchadore-Vogel. Ja? Ja. Es gibt, ich glaube, Graskampf oder Vogelkampf-Pokémon. Luchadore. Okay, ich glaube, wir haben hier alle. Ja. Ich glaube, wir sind aber auch bereit für die Arena. Try. Man darf ja auch nicht zu stark sein, ne? Okay, Moment. Müssen wir noch irgendwas kaufen? Tränke? Guck mal. Nee, nicht da. Tränke 10, Supertrank 5, Ether, Schutz gegen Paraheiler? 3. Haben wir Aufwecker? 2. Beeren haben wir sonst noch? Ja, müsste gehen. Dann let's go. Warum hat man die Katze auf 2 Beine gestellt? Welche Katze? Ja, vorher groß. Why not? So. Ich finde es halt so dumm, dass er diesen Feuergürtel hat. Ach komm, seine schon. Feuerattacken aus dem Feuergürtel kommen. Das finde ich so lame. Hat schon mal halt auch einen Gürtel. Ja, aber seine Attacken kommen ja nicht aus dem Gürtel. Das also stimmt. Es ist halt Verzierung. Ja. Also gerade bei solchen Pokémon finde ich es immer merkwürdig. Das heißt so, die entwickeln sich und kriegen dann automatisch einen Gürtel. Ja. Wie dann Dragosso mit einem Knochenkopf auf die Welt kommt. Oder das ist das Muttertier dann immer. Oh. Alles klar. Xerox, lassen wir mal am Anfang. Ja. Und alles klar. Dann schauen wir doch mal, was der Arenaleiter uns zu sagen hat. Hey, ihr Nulpen, ich bin Camilo. Der Arenaleiter von Faustau Hafen. Das ist Faust und das macht Au und ich bin in einem Hafen und meine Spezialität sind Kampf-Pokémon. Und wenn ihr vorbeikommt, dann gebe ich euch nicht meinen Knöchel an, weil der gehört mir. Da mache ich nämlich Pau, Kapau, Kapau, Kapau. Und dann sage ich in dein Gesicht. Sehr aktiver Typ. Sehr aktiver Typ. Camilo, vielen Dank. Wir fordern dich jetzt heraus. Es geht los. Let's do it! Ja, hab die Mühlenstufe gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Zeig mir, woraus du gemacht bist. Okay. Wir können ihn nicht sehen. Wie viele? 3. Die Leiter greift uns an. Nido Queen! Ey, kein Problem, Mann. Spucken wir. Oh, Level 16! Oh, Ilias. Ja, wir könnten Longschlong jetzt reinnehmen. Ey, Longschlong Time. Okay. Ah, gut. Oh, Bluffstrahl wäre auch gut gewesen. Oh. Egal, komm. Longschlong. Nicht gut. Raus! Das kribbelt so ein bisschen auf der Brust. Das war gerade richtig dumm. Der Longschlong hat ihr es nicht gegeben. Das ist ein Flug-Pokémon, deswegen ist es gut. Das ist gut, dass sie Doppelkick macht.
Ja, ist auch gut jetzt. Boah, ey. Richtig sweet. Das gefällt mir gar nicht. Oh Gott. Egal, egal. Die Queen ist weg. Raus. Oh Gott, ich habe ein super ungutes Gefühl. Ilias, du kriegst das hin. Du machst es sehr, sehr gut, Ilias. Und das sage ich nicht nur so, du machst es wirklich gerade sehr, sehr gut. Okay, Angriff plus 3. Cool bleiben, das kriegen wir hin. Okay, was kommt jetzt? Voltenso, okay. Wir sollten austauschen. Level 19. Da würde ich Shizazam rein, einfach ja, Shizazam. Alles verbrennen, was geht. Mhm. Schön rumsteppen hier. Alter, komm schon. Hast du ihm eine Beere gegeben oder so? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Jaula? Okay, zweit. Volltreffer. Ah, richtig gut, Shizazam. Okay, der dreiert. What? Alter! Mann! What? Alter, Verteidigung geht weiter runter. Mhm. Also drei, er hat bisher nur drei Attacken eingesetzt. Ich bin gespannt, was die vierte Attacke ist. Heilen. Ja! Hey. Heilen. Okay. Heilen. Ich würde einen Supertrank wählen. Alles gut. Alles gut. Alter, wie stark ist dein Ruckzuckhieb? Mach einen normalen Trank. Wir lassen ihn durch Brand draufgehen. Es sei denn, Camilo heilt ihn jetzt. Nee, er hat ihn schon geheilt. What the fuck? Es ist verbrannt, wir können es einfach ausharren. Jaula, Rutensch, Silberblick. Ja, der bufft sich halt richtig heftig. Ja. Wenn er jetzt weiter Heuler einsetzt, der könnte unsere anderen Pokémon könnte er one-shotten. Aber das Gute ist, vom Angriff her hat er bisher nur Ruckzuckhieb eingesetzt. Da kann er auch nichts mehr. Das ist gut. Das ist weg. Jetzt kommt das letzte Pokémon. Okay, das aber das ist, glaube ich, schon das stärkste gewesen. Das stärkste Pokémon, ne? Das heißt, das nächste ist Level 17, 18? Ich hoffe. Raserei, ist das so. Ja, okay, besser als Heuler. Erhöht Angriff des Anwesens bei jedem Treffer. Bei jedem gegnerischen Treffer. Ja, wir nehmen Heuler raus. Ja, Heuler setzen wir sowieso nicht ein. Ja. Als nächstes ein Feuer-Pokémon und dann schicken wir Trant los und ist alles cool. Oh. Oh. Das ist witzig. Oh, hello there. Ja, aber ob Glut was hilft? Nee, aber. Ja, Scherox eigentlich. Ja, Scherox. Schade, dass er keine Käfer attacken kann. Dann wäre er jetzt perfekt. Ja. Geowurf. Geowurf, Kampfattacke. Ist ja Gestein. Ja. Boy. Kriegen wir hin, Elias, kriegen wir hin. Und da kann ja noch keine Gesteinsattacke. Mhm. Stein ist effektiv gegen Käfer, aber er kann ja noch keine. Das
Ob Fels, den, Felsgrab hatten wir ihm beigebracht. Oder? Felsgrab haben wir ihm beigebracht. Ja, ja, durch TM, das lernt er ja nicht so. Komm, weg jetzt. Keine Heilung. Da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Komm. Ja, easy GG. Das war gut, das ist ein guter Kampf, Elias. Richtig guter Kampf. Hast du gut gemacht. Du hast mich abesaufen lassen. Das haben wir in der Tat. Nimm den Orden. Verlass diese Arena sofort. Und verpiss dich. Stark. Echt stark. Knöchel. Ja, mal gucken. Was für ein Timmel gibt's? Ja, gibt uns ein Tier. Level 30. Vor dem Blitz. Brauchen wir nicht mehr. Was gibt er uns da? Monster. Na gut. Was, wir kriegen die Telefonnummer von den Arena-Leitern? Ist, glaube ich, mit Smaragd neu gekommen. Okay. 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 Die Arena haben wir. Dann würde ich sagen, erfolgreich abgeschlossen. Speichern und dann würde ich sagen, das war eine recht erfolgreiche Folge, oder? Ich sag auch, wir haben zwei richtig gute Pokémon bekommen. Mhm. Wir haben den Arena-Orden. Und jetzt geht es weiter Richtung Graffit Forge City. Wir müssen Team Aqua bekämpfen, das machst du. Oh Gott, ich darf die nächste Folge dann noch den Arena-Leiter machen. Oh ja, und dann geht es Richtung Malfenfroh City. Malfenfroh. Und bevor wir da hinkommen, Rivalzeit. Oh Gott, und den haben wir auch. Ich erinnere mich richtig gut an dieser Begegnung, weil das ist der Punkt, wo ich am häufigsten im Spiel gestorben bin. Ja, geil. Ich hoffe, den Punkt, den Kampf wirst du dann machen und ich gebe den dir dann ab. Nee, bevor wir zum dritten Arena zur dritten Arena-Leiter kommen, wird dieser Kampf stattfinden. Ach, komm schon, ey. Na gut, ja, ich bin sehr gespannt, was nächste Woche uns erwartet. Denn nächste Woche Mittwoch sind wir dann wieder zur gewohnten Zeit hier ab 17 Uhr. Und schreibt uns doch bitte in die Kommentare ein bisschen mind-blowing Facts wieder, ne? Also wie das mit dem Fruchttiger oder das mit den Städten in Pokémon. Wir freuen uns über neue Informationen, wie auch auf euer Feedback. Aber ganz wichtig, schaut in Rocket Beans Supporters Club vorbei. Dann könnt ihr uns dadurch auch noch ein bisschen unterstützen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ansonsten sagen wir erstmal tschüss und auf bald.